Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jarambo macht miese. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich habe mir wieder mal was rausgesucht. In der letzten Folge Merlin gegen Brian, boah, habe ich da viel geredet. Boah, gab es da viel, worüber man reden konnte. Ist da viel passiert? Ich weiß nicht, ob das heute wieder so wird. Ich hoffe nicht. Ich will auch einfach mal Folgen machen, die nicht ganz so lange gehen. Ne? Natürlich will ich auch nicht einfach nur die Battles durchgucken und dreimal lachen und ansonsten guckt ihr nur das Battle. Ne? Ich glaube, ich finde es auch spannend zu lesen, dass es viele von euch gibt, die das einfach feiern, dann auch, sag ich mal, mir bekannte Infos dazu zu geben oder halt ein bisschen mehr zu reden, ne, als wirklich so eine kurze, knappe Reaction, wo ich selber gar nicht viel mache, als zwischendurch zu kichern oder einmal sagen, ja, habt ihr die Line verstanden, ne, wegen Wortspiel so und so. Naja, ich habe auf jeden Fall beim Judging den guten JRMC gesehen im letzten Battle und habe mir gedacht, Mann, der war doch auch mal 2-3 Jahre dabei, ziemlich kurz, ziemlich stark, wurde eigentlich sehr, sehr schnell, sehr hoch gerankt. Deswegen ist das auch zu diesem Match hier gekommen. 2017, Niedernip, erster Diltily Champion überhaupt und wollte sich natürlich gerade in seinem ersten Jahr als Champion nicht nehmen lassen, Battles zu machen über das Jahr bis zur ersten Verteidigung gegen Battle-Rapper, die Sinn machen. Battle-Rapper, die ihn schon irgendwie fordern können, nichts Langweiliges, aber auch Battle-Rapper, wo klar ist, die sind aus Gründen nicht im Contender-Kreis. So, ne? Und ich glaube, da war JRMC auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Der hatte einen sehr eigenen Stil. Bisschen dieses Problem halt mit seinem, ich glaube, der kommt aus Österreich, ne? Und ich glaube, der hatte so ein bisschen dieses Problem, dass man ihn aufgrund des Akzents, also ich zumindest nicht immer perfekt verstehen konnte oder es teilweise ein bisschen anstrengend fand. Das spricht aber absolut nicht gegen seine Skills. Ne? Also das war auch jemand, wo ich sagen würde, der hat einfach mit Herzblut gerappt, der war voll in seinem Modus. Ich glaube, der hat es immer geschafft, einfach mit den richtigen Worten was Gutes auszusagen, statt jetzt irgendwie so Punchlines aus Wortspielen, irgendwie was Böses zu sagen, was extrem Lustiges zu sagen. Also der hat, glaube ich, einfach sehr viel Wert darauf gelegt, welche Worte oder wie der seine Worte wählt und was der damit aussagt, ne? Und ich habe jetzt nicht mehr ganz viel im Kopf. Ich glaube nur, davor hatte er das Match gegen T-Way. Oder war das davor oder war das danach? Er hat auf jeden Fall ein paar gute Battles gemacht. Hier jetzt gegen Nidal angesprochen, gerade Champion geworden. Ich glaube, er hatte hier vor das Battle gegen Pilz. Ne? Auch das war was eigentlich Sinn ergeben hat für Nidal. Pilz natürlich vorher noch nie ein Live-A Cappella-Battle gemacht. Und auf jeden Fall etwas bekannter aus der Rap-Szene, glaube ich. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, Pilz kommt von Video-Battles oder sonst was. Also ich meine, sie ist nur durch ihre Musik bekannt gewesen. Kann mich aber auch irren. Auf jeden Fall war der Name schon ein bisschen den Leuten ein Begriff und dementsprechend war das auch in Ordnung, dass die statt so ein Newcomer-Debüt ruhig einen der Größeren aus der Szene bekommt, wenn nicht den Größten zu der Zeit. Genau, das Match war sehr kontrovers, das hat Nidal ja laut Judges verloren. Da ist viel passiert, worüber geredet worden ist. Und ich würde einfach mal sagen, das reicht so als Intro. Ne? Mehr Hintergründe zu dem Battle kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob das gleich noch angesprochen wird. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Ich war nämlich auch live dabei. Nidal Nip wollte, dass dieses Battle gejudged wird. Ne? Weil der hat gesagt, ich mag keine unjudged Battles, ich will, dass meine Battles gejudged werden. Ich meine, klar, JRMC war auch dabei, der hat ja absolut nichts zu verlieren. Ne? Nidal Nip hätte natürlich auch sagen können, ey, ich bin Champ. Würde mich jetzt ein bisschen abfucken, so wenn jetzt alles gejudged wird oder ne, sieht vielleicht dann auch ein bisschen blöd aus. So war der aber nicht, ne? Der hat gesagt, wir judgen das und so wie ich das mitbekommen habe, haben die Veranstalter, also ich will jetzt nicht immer Jamie alleine sagen, ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Diltily als Team hat entschieden,
Wir machen dieses Battle unjudged, einfach aus dem Grund, Nidal ist Champion und je nachdem, wie dann gejudged wird, das letzte war halt ein Fehljudging. Ich meine, der Einzige, der sich darüber am meisten beschweren könnte, wäre Nidal selber. Ne, der Plattform kann es ja egal sein, wenn der Champion jetzt ins nächste Titelmatch mit ein paar offiziellen Niederlagen geht. Aber ich glaube, es ist dann halt auch immer so ein bisschen für den Veranstalter das Problem gewesen. Wie sieht das im Endeffekt aus, wenn ein Champion ein Match hat, was er offiziell verliert und der Gewinner dieses Battles dann sagen kann, okay, ich habe den Champion geschlagen, aber ich habe den Gürtel nicht. Ne? Ich meine, das ist einem ja von vornherein klar. Ich habe auch, wo ich Champion war, gegen Chris Kotzen gebattelt und da war auch klar, es geht nicht um den Gürtel, es ist kein Titelmatch. Und keine Ahnung so, ne? Dementsprechend hätte es auch eigentlich egal sein können, wenn das Ganze gejudged worden wäre oder wenn Chris Kotzen jetzt am Ende ganz klar gewonnen hätte oder sonst was. Die Bedingung war ja klar für ihn, ne? Und so war das ja hier für Jeremy auch. Also ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand von einer Seite beschwert hätte, aber vielleicht sieht es dann auch einfach nach außen hin nicht gut aus oder es kommen diese Diskussionen. Kann sein, dass das jetzt im Intro nochmal kurz erwähnt wird, dann muss ich da aber nicht mehr auf Pause drücken. Dann habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alles gesagt, was ich über dieses Match im Vorfeld weiß und sagen könnte. Und ich wechsle auf den Monitor und wir gucken uns das an. Yo, don't let the label label you, das erste von zwei Main Matches heute Abend. Habt ihr Bock? Yeah! The champ is in the building, mach bitte Lärm für Nidal, ne? Yeah! Nur noch mal ganz kurz, ich glaube, ihr seht das wieder nicht. Ich vergesse das immer, weil hier in der Aufnahme sehe ich meinen Bildschirm nicht. Ihr seht wahrscheinlich jetzt die Statistik von Nidal nicht. 6 Siege, eine Niederlage. Das ist auf jeden Fall crazy, ne? Ich meine, der ist dann mit einer 5-0-Statistik. Ich glaube, die Turn-Twos, viele waren es ja gar nicht. Ich glaube, es waren zwei. Die sind jetzt hier nicht mit drin, ne? Das heißt, er ist mit einer Solo-Statistik von 5-0 ins Titelmatch gegangen. Der sechste Win ist natürlich dann das Titelmatch und die erste Niederlage war halt dieses kontroverse Battle gegen Pilz. Ja, und dann gucken wir uns nochmal ganz kurz die Statistik an von Jeremy. Diesmal einen ganz, ganz, ganz besonderen Gegner. Für mich der Beste aus Österreich. Macht Lärm für Jeremy. Ach krass, das war sogar erst sein drittes Match. Ich will jetzt nicht lügen. Also ich weiß tatsächlich gerade nicht, gegen wen er gewonnen hat, weil ich bin mir relativ sicher, dass die Niederlage gegen T-Way kam. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann war das im Dezember davor. War 2016? Gab es da den 1. Dezember oder vertue ich mich gerade? Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Vielleicht hat T-Way auch danach erst gegen ihn gebattelt und ich bin mir echt gerade, ich stehe gerade ein bisschen offen. Moment mal. Es gab Lyrico gegen Robscure und dieses Battle war ziemlich sicher bei einem Dezember. Das war der Abend, wo das Nord oder wo einen Abend vorher das Nordkorea-Tape entstanden ist. Und war das denn der Abend, wo auch T-Way gebattelt hat? Weil ich meine, ich glaube, Nidal hat den Gürtel am Geburtstag bekommen. Und wenn dann bei Dezember schon der Contender feststand, dann müsste Nidal ja. Wann haben die denn gebattelt? Ich glaube, Nidal hat doch erst beim 2. Dezember gegen Lyrico verteidigt. Oder war das Robscure gegen Lyrico-Match hier? Ich muss es mal ganz kurz abchecken. Crazy, ich habe es verwechselt. Ihr wisst, ich gucke ziemlich selten auf mein Handy oder hier in irgendwelche Recherchen. Um up to date zu sein. Also eigentlich habe ich das meiste wirklich auf dem Schirm, weil ich wirklich so krass dabei war. Aber ich hatte wirklich die ganze Zeit gedacht, das Contender-Match wäre im Dezember gewesen. Aber ich habe gerade einfach auch gedacht, das ist doch nicht ein Jahr lang vorher. Ne, das heißt, 2016 B-Day war das erste Titelmatch an diesem Abend hier, vermutlich nach dem Battle, gab es dann das Contender-Match von Robscure gegen
gegen Lüri. Und dann war das der Tag, wo das Nordkorea-Tape entstanden ist. Weil das war auf jeden Fall da, wo das Contender-Ding war. Das weiß ich noch ganz genau. Dann war es halt nicht im Dezember, dann war es halt im Mai. Und ja, genau. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Die Niederlage von JRMC, dann war die vermutlich beim 1. Dezember gegen T-Way, ne? Oder sie folgt noch. Ich gucke jetzt nicht nochmal. Ihr habt mich erwischt. Es gibt eine Info, die ich tatsächlich gerade irgendwie nicht ganz auf dem Schirm habe, aber vielleicht habe ich ja auch richtig getippt. Naja, auf jeden Fall, wir sind hier im Lido. Ich muss sagen, ich mochte die Location nicht so. Es war schon irgendwie cool, die hatte was, aber alles in allem habe ich mich da nicht so wohl gefühlt. Festsaal Kreuzberg ist deutlich größer. Also finde ich, sieht vom Bild her einfach auch noch krasser aus. War zu der Zeit noch gar nicht möglich, wahrscheinlich so von den Ticketverkäufen und allem, hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Zu der Zeit war Lido, glaube ich, wirklich das größte, wo Diltily hingegangen ist. Das erste Mal mit dem Mayhem 1, also ein Jahr hier vor, wo unter anderem das Match von mir gegen Kleptomatic stattgefunden hat. Hat auch nichts damit zu tun, dass das da nicht lief. Ich weiß nicht, ich konnte einfach diese Location nicht so leiden. Ich finde auch ganz ehrlich, das im Hintergrund mit der Bühne und sowas, ich finde, das sieht nicht so geil aus, dass dann da 10 Leute da hinten auf der Bühne stehen. Man sieht die Crowd davor. Irgendwie bin ich nicht so Fan vom Lido gewesen, ne? Aber trotzdem war da, das muss man dem Lido halt lassen, immer eine super Stimmung. Also von der Menge der Leute, die da reingepasst haben, war es eigentlich ideal. Und vermutlich auch dann für Judges, die da oben gestanden haben, einfach einen besseren Blick hatten, irgendwie von Vorteil. Fand aber auch diese Judging-Systeme von da hinten, so mit der Hand, so der hat gewonnen oder nee, der hat gewonnen. Ich weiß nicht, ich fand das kacke irgendwie, ne? Auch wenn man, der Vorteil war, man konnte sich niemanden anschließen, man musste sofort eine eigene Entscheidung fällen. Aber was das angeht, dann danach irgendwie Worte zu wählen und man die gar nicht so im ersten Moment begründen kann, warum man jetzt gewotet hat, hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Ne? Sprechen wir ein andermal drüber, gucken wir uns jetzt mal das Battle an. Ich muss Verdammte euch leider Scheiße. verkünden, dass dieses Battle nicht judged ist. Das haben wir uns als Liga entschieden. Die beiden wollten es judged haben. Wir dachten aber, es macht keinen Sinn, dass der Champion von jetzt an judged Battles macht. Liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Pilz-Battle und so weiter. Trotzdem werden sie sich so auf die Fresse geben. Es ist kein Freundschaftsspiel, glaubt mir. Wer fängt an? Niederlip fängt an. Erste Runde, Niederlip! Yes! Vielleicht nur noch mal ganz kurz, ne? Ich habe es ja eben auch schon angesprochen. Also, was ich dazu nur ganz kurz sagen will, ich finde einen Unterschied zu heute, ne? Reden wir mal von 2023 noch, ne? Also 6 Jahre davor. Man sieht Entscheidungen der Liga, ne? Die müssen nicht immer bejubelt werden, aber die werden auf gar keinen Fall ausgebuht. Und ich glaube, zu dieser Zeit war es eigentlich noch gang und gäbe, dass Battles gejudged worden sind. Ne? Auch heute ist es ja noch so, dass es viele gibt, die sagen, ob es jetzt die Karriere des Battle-Rappers vorantreibt oder nicht, ob es eine Tabelle gibt, wo der Sieg oder die Niederlage irgendeine Relevanz hat. Scheißegal, wir finden Judging gut und wir wollen eigentlich wieder mehr Judged Battles. In der Regel ist inzwischen ja ein Judged Battle meistens so, dass ein einzelnes Match nur noch auf einer Karte oder so. Ne? Die meisten Dinger sind unjudged und wie gesagt, wenn ein Veranstalter heutzutage eine Entscheidung trifft, da auf der Bühne steht, etwas sagt, es gibt immer mal wieder dieses Ding vom Publikum. Man kann das auch okay finden. Ne? Ich meine, ich vergleiche immer wieder mit Wrestling und auch beim Wrestling, da erschaffst du quasi Momente, wo du das Publikum zum Buhen bringen willst. Ne? Wo es eigentlich auch krass ist, wenn jemand gegen ein Publikum antritt, so, also was dich komplett verlieren sehen will, oder wenn du eine Rede hältst und ausgebuht wirst, ne, das sind Emotionen irgendwo, ne, bei meinem ständigen Wrestling-Vergleich gehört das eigentlich dazu, ne? In dem Fall muss ich aber trotzdem sagen, bei meinem Wrestling-Vergleich, da brauchst du während der Veranstaltung halt keine Ruhe, ne? Hier brauchst du Ruhe, hier ist generell was nach außen transportiert wird, also was nicht im Battle ist, das hat eigentlich immer einen sehr, sehr respektvollen Umgang. Ne? Sowohl die MCs untereinander, also auch wenn ich einer bin, der sagt, man, ich finde auch manchmal
kann man Dinge nur mit Gewalt lösen, ohne das jetzt gutheißen zu wollen oder sowas. Aber mir platzt manchmal auch der Kragen. Aber trotzdem habe ich das immer sehr gefeiert, dass hier die Leute eigentlich immer darauf achten, dass auch wenn man mal aneinander gerät, wenn es Konflikte gibt, wenn es Entscheidungen gibt oder sonst was, dass auch wenn Leute da mal den Faden verlieren, das Ganze nicht unterstützt wird, sondern dass geguckt wird, ey, wir quatschen miteinander, wir respektieren Sachen und wir geben Chancen und es ist einfach ein cooles Miteinander. Und im Battle kann dann passieren, was möchte. Ne? Und wie gesagt, hier hat man gesehen, Jamie sagt etwas, was zu dem Zeitpunkt sehr neu war. Ne? Ein Battle, was gejudged werden soll von den Teilnehmern, aber was die Veranstalter gerade für nicht richtig empfinden. Und bejubelt wird es nicht. Na, aber es wird halt eben auch einfach nicht ausgebuht. So, und jetzt kommen wir wirklich zum Battle. Ey, yo! Jetzt ist dieses verfickte Battle auch schon unjudged, weil diese kleine Pussy Angst hat. Yo! Ey, yo, Berlin, was geht ab? Habt ihr Bock auf paar hysterisch klingende, weake Flows? Auf paar schlecht gereimte Beleidigungen auf billigstem Hartz-IV-Niveau? Nicht? Naja, nach meinem letzten Battle dachte ich mir, das wird schon reichen, um bei Diltily den Sieg zu holen. An der Stelle erstmal schöne Grüße an die Tape-Fabrik. Ey, was dieses Match da für Ausmaße angenommen hat, ist echt unfassbar, Alter, ungelogen. Und für jede Morddrohung an Pilz schäme ich mich für meine Landsleute im Grund und Boden. Denn bis heute hat es keiner dieser Spasten wirklich durchgezogen. Ich finde so, der Einstieg ist sehr, sehr untypisch für Nidai. Er ist sehr, sehr untypisch für Nidai. Also ich habe das auch in unserem Titelmatch angesprochen und werde dann noch mal genauer drauf eingehen. Einfach kurz und knapp finde ich die ersten Auftritte von Nidai. Ne? Das war oft hinter Mighty Mo oder an der Seite von Mighty Mo im Tour und Tour. Da fand ich ihn mega unsympathisch. Ne? Also ich bin nie mit ihm aneinander geraten oder so. Ne? Ich habe ihn meistens wirklich nur so von außen wahrgenommen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, der ist auf jeden Fall so auf Krawall aus. So der ist hier ziemlich falsch. Ne? Der mag es gar nicht, so Sprüche über sich ergehen zu lassen. Und wenn er dann als Außenstehender angesprochen wird, so obwohl er selber Teil der Szene ist, fuckt ihn das unnormal ab und wird den Leuten am liebsten auf die Schnauze hauen, wie beim Pacino-Battle oder sowas. Und ich finde, der hat sich in diesen Jahren, in dieser Diltily-Zeit, so positiv gewandelt. Ich kann mich auch irren. Ne? Kann auch sein, dass er einfach dann ein, zwei Mal einen schlechten Tag gehabt hat oder ich das irgendwie falsch wahrgenommen habe. Das war einfach so mein Eindruck, ne? Wie er auf mich gewirkt hat, so ohne ihn zu kennen. Aber ich finde, sowohl von seinem Style, wo man immer mehr gemerkt hat, der hat eigentlich eine coole Haltung, der hat richtige Ansichten und so weiter, bis hin zu einem der besten und beliebtesten dieser Szene geworden ist und man auch wirklich gesehen hat, der hält das nicht für selbstverständlich, sondern der weiß sowas unnormal zu schätzen und ja, was der seitdem macht, also seit der halt keine Battles mehr gemacht hat, dieses ich krieg das immer nur so teilweise mit, ne, aber dass er da länger nach Afrika in so ein kleines Dorf geht, da schon einen Brunnen gebaut hat, da Spenden sammelt und da den Menschen hilft, finde ich unnormal geil, also ziehe ich unnormal den Hut vor. Und ja, ne, das einfach nur nochmal dazu, deswegen fand ich so diesen Einstieg, dass er in der Zeit, sag ich mal, erstmal so hinstellt und sich hinstellt und was sagt, was ja ganz offensichtlich falsch ist, ne, das, also ich habe es jetzt auch nur von außen mitbekommen, aber es wurde ja gerade nochmal ganz klar gesagt, beide wollten das Judged Match. Für einen JRMC macht es tausendmal mehr Sinn, als für Nidal das judgen zu lassen und dass er dann so einsteigt, so, du bist eine Pussy, du wolltest es nicht judgen lassen, klingt für mich erstmal wie ein komplett falscher Vorwurf. Kann aber auch sein, dass JRMC das wollte und die haben das einfach anders verkauft. Und das mit Pilz, ich kann da komplett drüber lachen, aber das ist halt einfach das, wo ich denke, so, da ist Nidal irgendwie inhaltlich
immer sympathischer geworden und sagt dann quasi erst was, wo der so richtig den Respekt für bekommt, so, ne, diese Morddrohungen und das alles findet er richtig scheiße. Und dann dieser Nachtritt, dass es keiner durchgezogen hat, ist eine unnormale Punchline, ich feiere es, aber ist so vom Bild her irgendwie nicht mehr so richtig das, womit ich Nidal zu der Zeit so verbunden habe. So, weißt du, dieses eigentlich korrekt sein im Battle, alles auffressen, aber ansonsten eigentlich jetzt niemandem was Schlechtes wünschen. So, ne? Aber wie gesagt, ich bin der Letzte, der sowas kritisieren möchte. Sollte auch keine Kritik sein. Ist mir einfach nur aufgefallen, ne? Weil ich glaube, solche Twists in diese Richtung hat er zu der Zeit eigentlich gar nicht mehr gemacht. Aber ich kann mich auch täuschen, ne? So dass ich das zeitlich einfach ein bisschen falsch einordne oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, trotzdem super Einstieg natürlich. Geht ja gar nicht, Alter. Ey, yo, Lino, was geht ab? Können wir endlich mit der Schlacht starten? Yeah! Aber ehrlich gesagt bin ich heute nur hier, um zu sehen, wie sich diese zwei Schlampen um meinen Schwanz schlagen. Ey, und was denkt man so darüber, wenn sich zwei Schlampen fetzen um dein Ding? Naja, man hofft natürlich, dass die Fette nicht gewinnt. Mann! Mann, mir scheißegal, wer da kommt. Ich ficke jeden von euch Missgestalten. Für euch ist ein Battle gegen Nip das Match eures Lebens. Für mich nur ein bisschen Sparring, um mich fit zu halten. Denn ich hab schon dope Bars gekickt, da war Lyri noch im Stimmenbruch. Mann, ich bin sowas wie der Diamant unter all dem Billigschmuck. Und ich hab auch nichts gegen Leute wie Papi Schlauch und Sisyphus. Doch ohne Jungs wie mich mutiert das Ganze hier noch zu einem Germanistik-Studenten-Hippie-Club. Und das finde ich auch geil. Das ist jetzt im letzten Jahr so ein bisschen von den Leuten thematisiert worden, dass, wo es diese Contender-Bubble gab, ne, wo quasi das Publikum zwischen Kid Soldier, Caranova, Hiding John Niles und Toby High entscheiden konnte, wer der nächste Contender wird. Da hat man auch unter den Teilnehmern gemerkt, die feuern in alle Richtungen. Das war geil, das hat es halt davor lange nicht gegeben. Darüber will ich auch eine separate Folge demnächst machen, für den Diskussionsfreitag. Was ist bisher oder wie bis jetzt die Contender bestimmt worden sind und was ich dafür am besten halte. Natürlich im Austausch mit euch, was ihr am besten fandet. Und Nidal hat halt hier das erste Mal den Gürtel. Und nachdem er und Brian das Titelmatch quasi aufgrund der Statistiken so zugesprochen bekommen haben, hat es fürs zweite Titelmatch dieses Contender-Match gegeben zwischen Lyri und Rob. Und auch das gibt dem ersten Champion erstmalig die Chance, davor Worte an seine nächsten Herausforderer zu finden. Ne? Er weiß noch nicht, wer es ist, er kann gegen beide feuern, er kann sagen, ne, wenn er sich sonst so gewünscht hätte, wenn er da gesehen hätte, er kann erstmal machen, was er will. Ne? Und das hat es danach halt lange nicht gegeben, weil danach kam ich bin ohne Contender-Match, sag ich mal, vom Team entschieden worden. Mikesh danach genauso. Und nachdem Mikesh den Titel dann abgegeben hat, sind auch Kato und Robscure als direkte Titelmatch-Contender auch vom Team entschieden worden. Ne? Das heißt, es gab nicht irgendwie einen Turnierbaum, wo der Sieger ins Titelmatch kommt oder Contender-Matches wie halt an diesem Abend oder irgendwas. Und ja, ne, dementsprechend hat Nidal auch da schon so ein bisschen die Chance genutzt, gegen die zu feuern, von denen einer der nächste Contender wird. So, das fand ich auf jeden Fall geil, ne? Und ist in so einem Match natürlich dann auch perfekt, ne? Weil er hat halt hier einfach nichts zu gewinnen und zu verlieren. Nicht wirklich, ne? Natürlich will er hier als Sieger rausgehen, aber das nimmt dem Battle, so einem Battle, finde ich, nichts weg, wenn er da jetzt erstmal aufs letzte Battle eingeht, wenn er jetzt erstmal gegen die neuen Contender schießt und so weiter, bevor er sich dann wirklich irgendwann um Jeremy kümmert. Ich bin immer noch der Champ, Mutterficker. Und jetzt steht mir schon wieder so ein nichtsnütziger Knecht vor Augen. Du bist also der King in deiner Krüppelliga. Du siehst eher aus wie frisch aus dem KZ entlaufen. Dicker, jetzt mal ohne Flux. Als ich das erste Mal sah, habe ich mich erst mal eine halbe Stunde totgelacht und mich dabei gefragt, seit wann der Mr. Burns die Frisur von Borat hat. Zeig mal deine Haare, ja? Junge, das hier ist Rap, sein Vater gegen Alan Harper.
Obwohl der im Gegensatz zu dir wenigstens ab und zu eine Olle fickt. Und jedes Mal, wenn du sowas sagst, wie dass du mir die Knochen brichst, denke ich an den Kampf zwischen Raj und Howard Wolowitz. Oder Leute? Stellt ihn euch mal vor, wie er zu Hause seine Battles schreibt und seiner Mama, dieser fetten Sau, da seine Texte zeigt. Könnte er dann nicht original von Disneys großer Pause dieser Randall sein? Ey, und das sind nicht mal Random Lines. Ich schwöre, dass er mich an jeden dieser Charaktere erinnert. Und was haben die alle gemeinsam? Na, das sind alles Witzfiguren, Missgeburten im wahren Leben nicht existierende, erbärmliche Spinner. Ey, jetzt mal ehrlich. Mann, Dicker. Deine komplette äußere Erscheinung ist ein hoffnungsloses Armutsbild. Mann, würde ich deine Klamotten einen Obdachlosen schenken, der völlig unterkühlt nur in Socken auf einer Parkbank chillt, würde der mich ernsthaft fragen, ob ich ihn verarschen will. Also fick mal deinen Dulli-Liga-Champion-Status. Dieser Titel ist in meinen Augen wertlos wie ein Euro-Cent, denn selbst die MCs bei Du und deine Lines haben mehr Fame als eure Champs. Mann, selbst eure Crowd ist der allerletzte Urwaldverein. Du brauchst nur Pimmel oder Fotze sagen und die bejubeln den Scheiß. Ich schwöre, die sind so dumm, dass sie selbst nach A Cappella Written Parts noch Zugabe schreien. Ey, und wenn wir schon mal bei eurer Liga sind, ja? Euer Host schrieb mich letztens an und meinte, was ich mache, wäre voll sein Ding und dass ich bei euch jederzeit willkommen bin. Er bot mir 600 Tacken plus Fahrtgeld, jede Menge Coupons für Drinks und fragte mich, wie toll das klingt. Mann, ich sag dir mal was, Malik, steckt euch euer schwules Angebot sonst wohin. Junge, bevor ich bei euch battle, fahr ich auf eigene Kosten zur brennenden Tonne hin. Glaub mir. An der Stelle nur nochmal, was ich mega lustig finde, ne, dass die brennende Tonne eigentlich wirklich so underground ist in, oder war in Köln, dass es mich immer wieder wundert, dass die mit so einem Name, mit so einer Name-Drop-Line quasi so eine Reaction hervorruft. Ne? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich habe das auch mal gemacht. Ich meine sogar in einem der letzten Battles, die wir angeguckt haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber du brauchst einfach bla bla bla, wie bei der brennenden Tonne, quasi das, was er jetzt gesagt hat, was in dieser österreichischen Liga, Dreistil, glaube ich, ne? Wenn man da Pimmel und Fotze sagt, dann rasten die komplett aus, ne? Als ob das größte Highlight ist. Und ich habe das Gefühl, so die brennende Tonne ist so im Battle-Rap-Kosmos ähnlich, ne? Du musst das irgendwie so einfach nur erwähnen, ne, so du wärst nicht mal bei brennende Tonne der King und so und direkt alle rasten aus und wissen, ah, brennende Tonne, diese kleinste Battle-Rap da in Deutschland irgendwo. Finde ich witzig, ne, weil es trotzdem halt jeder irgendwie kennt. Glaub mir, wenn ich in eurer Drecksliga meinen Rucksack in die Crowd schmeiße, ist da wirklich mal eine Bombe drin, du arschgeficktes Mongo-Kind, Mann. Mir ist scheißegal, ob Ram, Dreistil oder Diltili. Der König aller A Cappella Ligen bin ich. Shit, in diesem scheiß Biz bin ich wie ein deutscher Rentner im Urlaub. Denn ich stehe früher auf als ihr alle und beanspruche die Ligen für mich. Ich fand's auf jeden Fall. Kann auch sein, dass ich einfach jetzt lange kein Nidal-Match mehr geguckt habe, außer das Taggy-Battle oder so. Aber ich habe von Nidal eigentlich so ganz einen ganz anderen Style inzwischen so im Kopf. Ne? Das heißt, ich habe ja gesagt, man kann das in so einem Battle perfekt machen. Ne? Erstmal den Einstieg, was ist im letzten Battle passiert. Was hat er da noch gehabt? Genau, die Shots auf die Contender und so. Alles cool. Ich finde aber, er ist untypisch. Ne? In der Zeit auf jeden Fall vollkommen legitim. Und da wurde das halt noch nicht so auf die Goldwaage gelegt. Ne? Aber untypisch für Nidal selbst. Auch nur so oberflächlich bisher auf den Gegner gegangen. Ne? So, wie siehst du aus? Das ist okay, das machen die meisten. Da kannst du zwei, drei Lines machen. Du siehst aus wie Randall, du siehst aus wie Mr. Burns und was er noch alles gesagt hat. Ne? So drei, vier Lines. Den Vergleich am Ende fand ich jetzt nicht so. Ne? Dieses, was haben die alle gemeinsam? Das sind nur Witzfiguren, Missgeburten und im echten Leben gibt's die nicht oder sowas. Dann kam dieser Liga-Front, ne? Und das ist dann halt sowas, wo ich denke, okay, kannst du machen, ne? Auf jeden Fall, passt aber natürlich, ist dann auch nicht so, das ist dann irgendwie mehr Bashing an der Liga,
wo er halt ist, passt dann irgendwo dazu, aber ist für mich dann auch relativ oberflächlich, ne? Weil er kann ja nichts für die gesamte Liga oder sowas, ne? Es wäre jetzt genauso, wenn beispielsweise Rap am Mittwoch war vom Namen und so immer größer als Diltily damals und wenn dann jetzt einer, sag ich mal, wenn Nidal dann im BMCL steht und jemand, der nur bei Rap am Mittwoch auftritt, sagt dann irgendwie so, ja, du kommst aus dieser kleinen Billo-Liga Diltily und sowas, ne? So, in der Liga geht's doch ab, so, ne? Und ich meine, wenn da jetzt nur Dullis wären, dann kann Nida ja nichts dafür. Wenn er da sein Ding macht, abreißt und so, dann steht seine Leistung ja trotzdem für sich. Deswegen muss ich sagen, für Nida fand ich die Runde tatsächlich nicht extrem stark. Ne? Und die Endpunchline da, mit denen ich beanspruche, die liegen für mich und so, einfach nochmal Statement setzen und sagen so, ich bin der King, das kann Nidal auch richtig gut, ne? Und ich finde das hat er dann oft, dass der manchmal dann so eine Line, so eine Representer-Line bringt, ne? Ego pushen, die vielleicht dann auch erstmal gar nichts mit dem Gegner zu tun hat, in dem Fall, klar, bezieht sich nochmal auf die ganzen Ligen so. Aber der Vergleich und so, ne, dass er dann sagt, er hat jetzt nicht übertrieben viele Wortspiele und so in einem Part drinne, aber wenn er dann eine platziert, dann knallt die auch richtig so, ne, und das war jetzt das Rundenende, deswegen alles in allem stabile Runde, aber für Nidal-Verhältnis auf jeden Fall nicht so unnormal wie sonst. Jo! Funktioniert das? Ja? Ja, jetzt. Ja, schon wieder ein Part gegen meine Liga. Und du kannst ruhig rum erzählen, wie wack das ist. Aber allein, dass du hier stehst und mich battlest, obwohl du nicht musst, ist schon das größte Kompliment an mich. Und ja, ich bin hässlich, das hat hoffentlich jetzt schon jeder gemerkt. Aber offenbar muss ich kein hübsches Gesicht haben, damit man von mir sagen kann, dass ich ein attraktiver Gegner wäre. Aber okay, fuck it. CS Berlin, der Özi ist da. Schon wieder. Diesmal gegen den Champ. Normaler Move, oder? Und kollektiv, inklusive mir, fragen wir uns, warum ich jetzt wieder hier stehen darf. Und einige werden sich denken, dieses Matchup war ein Fehler. Doch alles, was er macht, kann ich besser. Und schon nach 4 Bars checkt es dann ein jeder. Denn ich will ein Battle machen. In der Stadt, die ich beleidigt und letztes Mal verschmäht habe. Wissen, dass der aktuelle König seine letzte Schlacht verfehlt hat. Gewinnen muss, weil er sonst damit rechnen darf, dass er Legitimation verliert, die Rechenschaft ablehnen kann. Und ich nehme ausgerechnet diesen Champion dann als Gegner? Na, wer ist jetzt der Selbstmordattentäter? Das finde ich auf jeden Fall auch nice, ne? Also, ja, wie beschreibe ich das am besten? Also, ich finde auf jeden Fall am Anfang, so ersten 2 Lines, hatte ich noch das Gefühl, mega Probleme reinzukommen. Ne, JRMC ist halt auch jemand, der rappt sehr schnell ohne Punkt und Komma. Das habe ich damals auch bei mir gesagt, wenn jemand wie er, wie ich, ne, wenn wir einen kleinen Verhaspler haben, ne, dann macht das den ganzen Flow kaputt, ne, weil du halt so schnell bist, ne, das klingt irgendwie und wenn da ein Fehler drin ist, dann klingt das nicht mehr gut, ne, wenn jemand, der langsamer rappt, ne, oder so eine durchschnittliche Geschwindigkeit hat, ne? Wenn der mal ein Wort verschluckt, das sieht nie gut aus, aber dann ist das nicht, dann macht das manchmal nicht so viel kaputt, wenn du da so, ne? Das klingt irgendwie schlimmer dann, ne? Dieser gleiche Fehler, ne? Aber jetzt, wie gesagt, sich da auch erstmal so in diese Rolle reinzustellen, okay, er hätte auch sagen können, ich bin hier nach 2 Battles, weil ich alles rasiert habe, so, und werde ich jetzt ganz easy kaputt machen. Das ist so das Standardding, was man jetzt erwartet, wenn man gegen Nidal als Champion da steht, ne, es kein Titelmatch ist und warum bin ich eigentlich hier. Aber sich selber erstmal in diese Position zu bringen, du hast es schwer, guck mal, wie ich es habe, so, ne, du hast was gut zu machen, dies, das, tralala, letztes Mal habe ich noch die Stadt hier beleidigt, wo ich jetzt schon wieder battle, erstmal klar machen, es spricht jetzt erstmal alles gegen mich, ich habe keinen Vorteil hier zu sein, so, finde ich auf jeden Fall guten Einstieg, sehr guten Einstieg. Denn dich battlen wird abartig gefährlich, wie Sodomie mit einem Krokodil, aber
paar Leute fanden mein letztes Battle ganz okay. Also dachte ich mir, ich versorge euch wieder mit den doofsten Skins. Zeig euch, wie wenig der Idiot diesen Thron verdient, bis er seinen Titel freiwillig abgibt wie Tony D. Und hey, so ein Ding ist sicher als Dekoration ganz lieb. Aber wozu den Gürtel? Ich trage meine Hosen tief. Außerdem meinte Jamie sowieso zu mir, ich soll nicht mal auf die Krone schielen. Aber wer soll mich aufhalten, sie mir zu schnappen, wenn der König tot von mir am Boden liegt, Alter? Wenn der König tot von mir am Boden liegt. Und jeder, der sich denkt, ich hätte kein Battle auf dem Niveau verdient, glaub mir, nach diesen drei Runden wird sich niemand mehr fragen, warum ich das Battle bekommen habe. Nur noch sagen, Gott sei Dank, dass ich das Battle angenommen habe. Denn Bar vor Bar bin ich in diesem Sport nicht zu schlagen. Jerem Cirque du Soleil, ein Haufen Clowns gegen den Orgenbord-Akrobaten. Ich lasse es wie Zeus in deinem Schädel heute ordentlich hageln, denn dein Gesicht ist für die Wiener Linke eine Zielscheibe, als würdest du Kornblume tragen. Und ja, du findest das wack, wenn ich sowas sag, wenn ich dünn bin wie ein Storch oder Spaten. Doch ich begehe Mord mit jedem Wort, das ich sage, aufgrund von Punches, so bildlich sind, dass sich nicht mehr unterscheiden lässt zwischen Worten und Taten. 90% ihr meint zu wissen, dass ich gegen den Orschi versage, aber wenn ich schon nur ein Snack für zwischendurch bin, dann verderbe ich unserem Lord zumindest ordentlich den Magen. Also... Und was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, auch wenn ich manchmal jetzt nicht jede einzelne Line inhaltlich verstehe oder sowas, teilweise einfach wegen dem Dialekt oder weil er da auch teilweise von Dingen rappt, so die ich jetzt in der Geschwindigkeit dann gar nicht alle sortiert bekomme. Ich finde, das ist halt so, das hast du bei wenigen, das macht einfach Spaß. Mir zumindestens, diesem Flow, ne, dieser Geschwindigkeit, und wenn er das halt flawless rappt, zuzuhören. Ne, das klingt einfach krasser als jemand, der da so ganz langsam und so und so und so und so. Ne, das, wenn das inhaltlich geil ist, ne, dann ist das natürlich auch krass. Aber ich finde sowas, da überhöre ich manchmal Inhalte oder kriege gar nicht alles mit, aber es ist für mich dann einfach so dieser Rap-Skill, den viele da nicht haben. Ne? Und der auch einfach, wie gesagt, sehr schwer ist, weil, wie gesagt, ein Versprecher, ein Verhaspler, dann ist dieser Flow kaputt. Und was hat er noch gesagt? Genau dieses, ne, ihm wurde schon gesagt, er braucht eigentlich gar nicht Richtung Titel gucken und so. Was mir sehr oft schon aufgefallen ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Ne? Es ist auch definitiv nicht immer so gewesen, aber sehr häufig, dass die Leute, die als Contender feststehen oder halt schon Champion gewesen sind und dann halt, wie Nidal jetzt hier, als Champion ein Non-Title-Match macht, so, die werden in vielen Battles aufgefressen. So, und ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich kann halt sagen, ich kann von mir selber behaupten, ich habe mich mit dem Blick, okay, ich habe den Titel in diesem Match kann mir nichts passieren oder sowas, ne? Ich bin da nicht irgendwie weniger kreativ rangegangen oder ich habe auch nicht gesagt, okay, ich lasse mich jetzt mal ein bisschen hängen, ne? Um dann vielleicht nicht diese über große Erwartungshaltung zu haben, so wenn ich dann das nächste Mal verteidige oder so. Aber so als Beispiel, wie gesagt, Nidal im Pilz-Battle, auch wenn ich es definitiv für ein Fehljudging halte, fand ich auch nicht, dass Nidal die irgendwie gebodybagged hat oder sowas. Ne? Also wenn man will, kann man das Ergebnis schon teilen. Ich müsste es mir nochmal angucken, aber in meinen Augen war es eigentlich schon an Nidal zu geben. Ne? Aber jetzt auch nicht so klar, dass man da irgendwie sagt, größtes Fehljudging aller Zeiten oder sowas. Ne? Dann, wo ich als Contender feststand, habe ich nochmal richtig von Taggy aufs Maul bekommen. Wo Mikesh als Contender feststand, hat er auch richtig von Taggy aufs Maul bekommen. Was gibt's noch für Beispiele? Kato, wo Kato Champion war, da sah der gegen Mighty ziemlich alt aus. Ne? Und das sind dann genau, oder jetzt ich und Kato hier gegen Sisyphos und Steinschleuder. Ne? Das ist manchmal so, dann, ich weiß es nicht so, ne? Man ruht sich gar nicht drauf aus. Ich will auch nicht sagen, dass derjenige, der dann im Battle steht, der da quasi ein Match macht, was ein Titelmatch sein könnte, weil es ja gegen den Champion ist oder so, es aber kein Titelmatch wird, oder derjenige vielleicht wie Taggy sich als Contender gewünscht wird, aber aus Gründen kein Contender werden will oder kann, dass die dann oft trotzdem nochmal alles abreißen und irgendwie so mitgeben, okay,
ich kann dir jetzt den Gürtel nicht wegnehmen oder ich kann dich als Contender nicht ersetzen, aber du weißt Bescheid. Ne? Habe ich, wie gesagt, selber schon so erfahren, sehe ich aber auch bei vielen anderen. Ne? Finde ich deswegen auch eine geile Aussage von ihm. Also bienvenue au restaurant, don't let the label label you. Ce soir au menu für unseren ehrwürdigen König Coco Vanna Joffrey. Am trügerischen Silbertablett oder wahlweise auch auf silberner Tafel. Du denkst, du frisst mich zum Frühstück, doch dieses Eclair schlägt ein wie eine Splittergranate. Denn ihr denkt vielleicht, der macht den Franzaken zur Schnecke? Nein, der macht mich gerade zur Legende. Danke dafür und jetzt hör auf, meinen Platz zu verschwenden. Halt die Pappen oder ich hau die Punch und Punch in die Fresse und jag dich durch die Stadt, bis du durch Berlin rennst wie Franka Potente. Geistig ist das hier das Verhältnis von Affen zu Menschen. Wie könnt ihr einen Spasten den Champ nennen, bei dem kein Satz kohärent ist? Sorry, aber wenn ich heute joke, dann ist das keiner meiner schwachen Momente. Dann blieb nur das Lachen mir stecken. Und damit's alle hier checken, hätte ich Bock auf so einen Titel, wärst du wappen die Champion. Das heißt, ich hatte dein Vermächtnis in der Hand wie Bankangestellte und bin erst frei, wenn ich die Schuld nicht mehr auf mir sitzen lass wie Anklagebänke. Aber keine Angst, ich bring deine Herrschaft nicht zu Ende. Denn selbst wenn ich dich abfacke und du an meinen Waffen verendest, schmück weiterhin dein Wappen die Wände. Doch ich bring dich dermaßen zur Strecke, dass du nach diesem Battle den Titel nur aus Mitleid trägst wie Chapecoense. Also wie gesagt, ich höre Jeremy unnormal gerne zu. Zwischendurch kommen da einfach auch Sachen an, wo ich sage, boah, krass. Aber so der Blick von Nidal, ne? Der sagt da gerade alles, ne? Also es ist zum Beispiel, bei den letzten vier Lines habe ich nicht eine gecheckt. Also den Namen, den er jetzt gerade gesagt hat, das war ja auch ein Wie-Vergleich quasi so und so wie der und der. Und genau wie Nidal, keine Ahnung, von wem er redet. Ich jag dich durch Berlin wie Franka Potente, verstehe ich auf jeden Fall. Ich meine, das war doch der Film Lola rennt, oder? Und was hat er noch gesagt? Dann hatte der da irgendein ein Wortspiel mit wie Anklagebänke und genau dieses meine ich als auch wie ein Ich hab's nicht verstanden, also von der Aussprache her, und das ist halt das Problem. Du sprichst teilweise die Worte so, wie es vielleicht hier nicht ganz so geläufig ist, ne? Also das, er hat eben auch statt Arsch sagt der Orsch, ne? So, das heißt, er hat einfach diesen Akzent, ne? Oder Dialekt, ich verwechsel es immer wieder. Auf jeden Fall auf der Geschwindigkeit, ne, kommst du manchmal nicht mit. Also ich habe den Aufbau fürs Wortspiel, dieses wie Anklagebänke. Ich habe das nicht kapiert, also ich habe es nicht verstanden, was wie Anklagebänke. Was ist die Doppeldeutigkeit? Keine Ahnung. Und ich habe halt das Gefühl, jetzt gerade geht's da einigen so, ne? Man feiert, wie er rappt, ne? Er rappt wirklich mit Herzblut, er haut raus, ne? Er ist richtig on fire, aber du verstehst den Inhalt irgendwie nicht, ne? Also, keine Ahnung, kann sein, dass ich dann genau wie Nidal jemand bin, der jetzt auch das letzte Ding nicht gekannt hat, was auch immer, und ihr das alle kennt. Gab's ja jetzt auch schon oft hier in meinen Reactions, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Feingefühl, was du haben musst, über Dinge zu reden oder Vergleiche zu machen, wo du davon ausgehen kannst, das sollte die Mehrheit verstehen. Dass du immer mal ein paar Leute dazwischen hast, die überhaupt nichts blicken, ist logisch. Oder dass du themenbasiert auch mal eine Line machen kannst, wo dir klar ist, die checkt keiner, ist auch okay, ne? Aber es gibt halt viele, die gehen da einfach in Themen rein und sprechen Dinge an, wo man einfach anhand der Publikumreaktion merkt, okay, da redest du halt von was der Großteil nicht versteht. Ne? Und hier glaube ich halt nicht mal, dass es daran liegt, dass man die ganzen Leute oder sonst was nicht kennt, sondern dass es auch einfach viel mit der Geschwindigkeit plus Aussprache zu tun hat. Ne? Ja, okay. Und Nida kommt sicher wieder mit irgendeinem grenzdebilen Gelaber über Ehre und sagt, dass ich keine habe, weil ich Fehler eingestehe und zugebe, dass ich hässlich bin. Erklärt, dass ich kein Selbstvertrauen habe und was für ein unsicherer Mensch ich bin. Und dreht das dann alles so, um sagen zu können, dass, solange ich mich nicht selbst respektiere, ich auch von euch keinen Respekt verdiene. Aber natürlich wirklich im Gegensatz zu euch bescheiden. Ihr seid alle so scheiß selbstverliebt. Doch zu wissen, was man kann, heißt doch zu wissen, was man nicht kann und sich zu erinnern, wo die Grenze liegt. Also komme nicht mit fehlendem Selbstbewusstsein, denn das beeinträchtigt meine Rap-Skills nicht. Ganz im Gegenteil. Nur wer an sich selbst zweifelt, verbessert sich. Also ja, ich komme nicht klar mit mir und halte von mir selbst nicht viel. Doch heute zeige ich euch, wie man mit dem Herzen eines Losers einen Champion killt. Yeah!
Und das sind so Dinger, an sich einfach geschrieben, einfache Reime, ne? Aber das ist das, was ich vor dem Battle schon gesagt habe. Du musst nicht immer die kompliziertesten Reime nehmen, irgendwelche Wortspiele. Du musst nicht immer auf lustig oder auf ganz böse irgendwie Punchlines setzen. Du kannst halt auch einfach mal Statements droppen, ob die jetzt in dem Fall über ihn selber sind, ne? Da prallt's dann halt so ein bisschen an Nida erstmal ab. Oder ob die halt auf den Gegner bezogen sind. Aber wo du einfach mit dem Inhalt sowas Krasses aussagst, ne? Ich weiß, ich war live dabei und ich habe von vielen gehört und kann auch, wie gesagt, für mich selber sprechen. Das war so ein Gänsehautmoment, ne? Das war so einfach die Art, wie er das gerappt hat, die Worte, die er gefunden hat, ne? Und die Kernaussage dann am Ende. Das war, keine Ahnung, das war richtig crazy. Das war wirklich Gänsehaut pur, ne? Und das ist eigentlich das, was ich dann von jemandem wie JRMC halt auch erwarte, ne? Wo ich dann sage, ey, wenn du halt bestimmte Sachen nicht erlebt hast oder wenn du nach bestimmten Sachen auch 0,0 aussiehst, ne? Und das null verkörpern kannst. So, ich finde, am geilsten ist immer, sei einfach du selber. Du kannst bestimmte Sachen natürlich auch übertreiben, ne? Weil auch, ich sag mal so, dieses Mutter beleidigen oder, ne, den Gegner so aufs Übelste beschimpfen, das finde ich, das könnte sich so ein bisschen damit decken, okay, wie bist du denn privat, wenn dich jemand abfuckt? Beleidigst du dann auch oder gehst du dann eher einem Konflikt aus dem Weg und sprichst? Und das ist zum Beispiel was, wo ich sagen kann, ey, manchmal passiert es heute noch, früher war es halt gang und gäbe, ne? Wenn ich mit Leuten aneinander geraten bin, ich bin explodiert und ich habe die ekelhaftesten Sachen gesagt, ne? Deswegen kann ich aber auch ins Battle gehen und sagen, ich verstell mich nicht, also dieses stumpfe Beleidigen, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist lange Zeit so ein Teil von mir gewesen, dass ich so früher, ne, wenn ich mich anders nicht zu wehren gewusst habe, dass ich dann Leute einfach aufs Übelste beleidigt habe, so, ne, und deswegen finde ich, das ist dann nicht verstellt, ne, oder wenn, wie gesagt, wenn du, keine Ahnung, irgendwas repräsentierst, dann solltest du das halt, dann solltest du deine Erfahrung damit gemacht haben, und was ich hier an JRMC unnormal schätze, sich da hinzustellen und zu sagen, ne, ihr nennt mich Loser, ich bin vielleicht auch immer ein Loser gewesen, aber ich habe inzwischen so ein Selbstbewusstsein oder solche Rap-Skills, dass ich, ohne mich hier irgendwie zu verstellen und irgendeinen Scheiß zu erzählen, mit den Waffen, die ich habe, den Größten heute besiegen werde. Ne? Also wie gesagt, ich mache das selten, aber die Line würde ich mir nochmal gerne anhören. Zu erinnern, wo die Grenze liegt. Also komme nicht mit fehlendem Selbstbewusstsein, denn das beeinträchtigt meine Rap-Skills nicht. Ganz im Gegenteil, nur wer an sich selbst zweifelt, verbessert sich. Also ja, ich komme nicht klar mit mir und halte von mir selbst nicht viel. Doch heute zeige ich euch, wie man mit dem Herzen eines Losers einen Champion killt. Und gleichzeitig auch, dass der Champion einer Liga nicht automatisch auch der Beste ist, du wacke Bitch. Zeit, Alter. Ja, ganz kleiner Fehler, den ich selber auch sehr oft schon gemacht habe, ne, dass du dann, auch wenn du es geschrieben hast, ne, ich glaube, ich habe das zuletzt gegen Karma gemacht, dass ich da am Ende noch einen Satz hinten dran gehangen habe, wirklich in der Endline, da ist die Crowd-Reaction vorher schon so hochgeschossen, da sagst du am besten einfach Scheiß jetzt auf diesen letzten Satz noch, ne? Außer wenn der so wichtig ist, dass der halt noch dazu gehört. Aber ich glaube, genau wie in diesem Fall, dieses, dass der Champion nicht der Beste ist, das wäre jetzt in dem Part nicht mehr so wichtig gewesen, so diesen Halbsatz dann noch hinten dran zu hängen, wenn die dicke Reaction vorbei ist, ne? Weil, ich weiß nicht, dann gehst du aus der Runde raus und hast halt eben nicht nochmal die Reaction. Ne? Manchmal hast du dann auch noch was, wo du genau weißt, okay, auch dieser kleine Satz, ne, der eben untergegangen ist oder den ich eben nicht rappen konnte, weil die Crowd-Reaction eben schon reingehauen hat, der ist aber so wichtig und der wird genau das Gleiche nochmal machen. Ne? Also der Satz kommt und dann kommt direkt die nächste Reaction und dann kannst du auch Time machen. Aber oft ist es so,
dass dann dieser letzte Satz, der meistens in der Crowd Reaction schon etwas untergegangen ist, wenn du den dann nochmal wiederholst, dass den auch noch alle hören, dann zündet der halt nicht mehr so. Und dann glaube ich inzwischen, würde ich versuchen, na, wenn ich in dem Moment schalte, lass ihn einfach weg, genieß die Reaction, mach die Runde halt einen halben Satz früher zu Ende und gut ist. Yo, erste Runde, nieder, zweite Runde, nieder, ne. Ey, yo, es ist außer Frage, dass ich diesen Heuchler da platt mach. Dicker, dass du hässlich bist, war das Realste, was du heute gebracht hast. Ey, yo, mal eine Frage vorweg an die Runde. Warum bringt jeder seiner Gegner nur generischen Shit? Mann, ich sag's euch, Personal Schreiben setzt voraus, dass der Gegner wer ist. Mann, ich hasse solche Faker wie dich und diesen Robscure, die sich hinter ihrer Anonymität verstecken, doch dann in ihren Parts ein halbes Buch über das Privatleben des Gegners rappen. Und dann am besten noch beschweren, dass die anderen immer nur die gleichen Themen hätten, ja? Das sind die richtigen, Alter. Ich schwöre, da kriege ich richtig Aggression und Lust, mit den Schienbeinen auf euch einzutreten. Denn bevor man mit Klamotten zum FKK geht und anfängt, über die Figuren der anderen irgendeinen Scheiß zu reden, sollte man selbst erstmal bereit sein, Eier zu zeigen und Intimes von sich preiszugeben. Boah, ich kann tatsächlich gar nicht bewerten gerade, ob das zutrifft oder nicht, weil wie gesagt, ich hab jetzt die Battles von JRMC nicht so auf dem Schirm, dass ich sagen kann, okay, ist auch so, ne? Ich weiß, dass im Gegensatz zu vielen JRMC schon einiges an Songs draußen hat, also zumindest ich habe da auch nicht reingehört oder so, aber ich habe sehr, sehr viele Posts gesehen, wo Diltily seine Sachen geteilt hat und ich denke mal, dass er auch mehr als die Sachen, die Diltily geteilt hat, gemacht hat. Deswegen denke ich, der hat zumindest schon einiges an Mucke gemacht. Wie es ansonsten ist, weiß ich nicht, aber der Punkt, den Nidal hat, den finde ich unnormal gut. Und da haben wir ja auch schon, ich glaube, da hatten wir ja sogar auch schon ein Diskussionsvideo drüber. Ich will nicht schon wieder spoilern, ne? Aber es ist halt auch einer der Dinge, die ich in meiner dritten Runde gegen Caranova angesprochen habe. Na, und dieser FKK-Vergleich, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der hier fällt, aber einfach wegen diesem Intimen, ne, diesen Vergleich so intim, sagst du ja einfach auch so die Sachen, die übelst privat sind, so ne, mit diesem FKK-Strand, richtig, richtig geiler Vergleich zu dem Thema, was ich persönlich zu 100% mit Nidal teile. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, Jeremy, solltest du das Mikrofon beiseite legen. Denk mal drüber nach, denn wenn sich schon der Vorname auf Wack-MC reimt, will das Leben dir vielleicht ein Zeichen geben. Junge, du hast die Statur von Maeve. Also erzähl nicht, dass du irgendwelchen Rappern auf Small gibst. Noch dazu bist du Jungfrau. Also erzähl nicht, dass du irgendwelche Brünetten im Bauch fickst. Und kann schon sein, dass du Skills hast und dafür heftig Applaus kriegst. Respekt für deinen Auftritt. Doch das ändert doch nichts daran, dass du außerhalb von Battles ein Lauch bist. Doch in der Sache bist du wie Stephen Hawking, Dicker. Denn nimmt man dir deine Technik, bleibt da nichts übrig, außer ein Krüppel ohne Rückgrat, der seine Fresse nicht aufkriegt. Den Stephen Hawking Vergleich finde ich sehr geil. Ich finde aber das Thema zum Beispiel jetzt wieder nicht so treffend, weil zumindest bisher würde ich sagen, hat JRMC das mit seiner letzten Runde schon so ein bisschen ausgekontert, ne? Weil also JRMC spricht ja, also zumindest in dem Battle jetzt null darüber, ich fick den und den, ich hau dich so und so, ne, der redet ja eigentlich überwiegend über seine Rap-Skills, ne, macht irgendwelche Vergleiche, rappt krass, ne, so, und das sind halt, also das, was Nidal da anspricht, macht JRMC bisher gar nicht, ne, ich kann mich auch nicht dran erinnern, was den Rest des Battles noch passiert, und wie gesagt, ich weiß auch nicht, was der sonst so gesagt hat, aber ich hab den auch gar nicht so in Erinnerung, ne, dass der so auf Motherfucker oder so macht in den Battles, ne, aber hören wir mal weiter, deswegen finde ich den Angle an sich gerade nicht so gut, ne, die letzte Line war auf jeden Fall schon Killer. Ey, yo! Alles andere als ein 7:0, Unjust, Alter. Alles andere als ein 7:0 wäre für mich enttäuschend und hohn. Bei JRMC dagegen wäre die Freude echt groß, tja, wenn er heute nicht choked.
Denn jedes Mal, wenn er ein Stocken gerät zwischen seinen auf Zwang gereimten, runtergeratterten Standardzeilen, wird er immer ganz nervös und fängt fast an zu weinen. Und mir vergeht plötzlich die Lust, ihn anzugreifen oder zusammen zu scheißen. Ich bekomme eher die Lust, den Kleinen sanft zu streicheln oder ihn in seine rot angelaufenen Wangen zu kneifen. Junge, deine komplette künstlich aggressive Attitüde ist doch mehr als nur Fake. Du willst also deine Gegner mit deren eigenen Waffen schlagen? Ich glaube, dieses Mal hast du ein ernstes Problem, denn in diesem Match ist meine Waffe deine Nervosität. Also sag hier ruhig, dass du mich fickst. Doch guckst du mich dabei nicht an, nicht auf meinen King gucken, in meine Augen, ja? Guckst du mich dabei nicht an, ist es, als hättest du Scheiß empfangen. Deine Message kommt bei keinem an. Dicker, du bist nicht bereit für einen Einzelkampf. Du stehst unter Leistungsdrang. Deine Fresse bleich vor Angst. Man sieht dir den Scheidenkrampf, den Schweißgestank und die Verzweiflung an. Pipi läuft das Bein entlang. Niemand, der dir zeigt, wo lang. Du bist in diesem Kreis gefangen und dann dieser Choke. Fuck. Wie lang können 10 verfickte Sekunden bloß sein, verdammt? Ich dagegen? Bleib entspannt, als ob ich 30 Gramm feinstes Skunk an Jamaikas Strand durch die Pfeife dampf, weil ich weiß, ich kann's. Scheiße, Mann. Besser, wenn du weißt, du Punk, oder du kriegst es in dein Verstand hereingebrannt hast. Dilthelin, ein geisteskranken Psychopathen zur Welt gebracht hat, der alles und jeden, der sich ihnen in den Weg gestellt hat, platt macht, wie dein verkacktes Heimatland. Ja, und den Angle fand ich dafür wieder richtig geil, ne? Also, wie gesagt, zum letzten Thema nochmal, selbst dieses, ich will es gar nicht so auf die Goldwaage legen, ne? Weil ich meine, ich mache das halt auch, ne? Leute, Lauch, Trottel, Pussy, dies, das nennen, aber ich finde mit dem ganzen Aufbau, ne? Ich mache mich halt eher drüber lustig, ne? Wenn jemand danach aussieht oder für mich so wirkt und mache da Lines drüber, ne? Aber so vom Grundgedanken habe ich schon die Erwartung, oder habe ich ja jetzt gerade auch gesagt, wenn jemand halt ein Lauch ist, dazu steht, ne, und trotzdem irgendwie er selbst ist und einen guten Charakter erschafft in dem Battle, so, ne, oder einfach mit den Waffen, die er hat, was Geiles draus macht, statt sich halt zu verstellen, das wünsche ich mir mehr, als dass da jeder irgendwie irgendwas annimmt, was er nicht ist und sich verstellt, ne, und deswegen dieser Vorwurf an sich so, mach nicht auf dies das, was er nicht macht, denn eigentlich bist du nur ein Lauch, finde ich bis dahin nicht krass, aber wo es dann hinläuft, ne, dieses du bist halt so nervös und das ist tödlich im Battle, so ungefähr ist ja die Message, ne, so, weil an mir vorbeigucken trifft mich nicht, ne? Zittern, Text vergessen, nur auf den Text konzentrieren, macht dir dein Battle kaputt, egal wie gut der Inhalt teilweise ist, ne? Du musst schon irgendwo in diesem Modus sein und das durchziehen, so wie der gesagt hat, ne? Und diese ganzen Dinge auch mit meine größte Waffe ist deine Nervosität, dieses, oh scheiße, wie lang können 10 Sekunden sein, verdammt und so, ich fand das richtig geil, also da stand ich auch und war so richtig im Film und ich finde, da hat mir dann teilweise wieder so ein bisschen die Reaction gefehlt, also da lacht man natürlich nicht oder sonst was, ne? Das sind halt eher diese, boah, Momente, ne? Aber auch die waren jetzt nicht so stark, ne, wie es das eigentlich verdient hätte, ne, weil den Gedanken in die Richtung und so und wie er es umgesetzt hat, fand ich schon richtig gut. Plus, er zeigt halt auch zu 100%ig, dass er das kann, was er von Jeremy erwartet, ne, oder was er Jeremy vorwurft, nicht zu können, weißt du, so, und da ist Nidal wirklich einer der Besten überhaupt drin, ne, diese Präsenz, dieses null nervös, ne, 100%ig den Gegner angucken, ich weiß genau, was ich sage, meine ich auch so, und mein Gegner macht mir keine Angst, egal was da kommt, aber ich stehe stabil hier, so, ne, das kann der wie kaum ein anderer. Junge, ausstrahlungsmäßig ist das hier Super Saiyajin gegen schwules Mamakind. Also Schlampe, Mann, was laberst du? Das hier ist wie Bärenpranke gegen Hasenfuß. Denn diese Fotze da hat Angst. Ey, da könnte ich auf mein Leben schwören. Junge, das hier ist wie Kollega Sonnenbrille gegen Jarambo Regenschirm.
Mann, mir scheißegal, ob mit Worten oder Fäusten. Ich bin jederzeit bereit für einen Fight von früh bis spät. Kämpfen ist für mich sowas wie für den Chief eine Tüte drehen. Und sorry, Jerry, doch du darfst mir diese Frage jetzt nicht übel nehmen. Doch wenn du nichts hast, wofür du lebst und dir jedes Mal in der Schlacht die Düse geht, dann verrat mir mal, du Bastard, warum du hier auf dieser Bühne stehst. Los, nimm dir ein bisschen Zeit und überleg. Ja, auf jeden Fall hat mir viel besser gefallen als die erste Runde. Was mich immer ein bisschen selber rausbringt, ist, wenn die Crowd-Reaction fehlt. Ne? Ob das dann halt was ist, was ich persönlich jetzt fühle, was die Masse nicht fühlt, ne? wo man sagt, okay, undankbare Crowd für das Thema, keine Ahnung. Ne? Aber ich bin dann immer so ein bisschen am Grübeln, wenn mir die Crowd-Reaction fehlt. Ne? Mich verwirrt das immer so ein bisschen, ne? Wenn ich einen Part eigentlich sehr fühle und das Gefühl habe, okay, irgendwie hat es jetzt nicht so übertrieben gezündet. Aber ja, ich habe jetzt inhaltlich eigentlich schon viel gesagt. Auf jeden Fall viel besser als die erste. Und gucken wir mal die Antwort. Da brauche ich weder einen Reim noch Zeit, um mir das zu überlegen. Ich bin auf der Bühne, um dich wegzuficken, du Volltrottel, Alter. Also, letztes Mal, als ich auf dieser Bühne gestanden bin, habe ich erfahren, dass ich Jungfrau bin. Fuck, das hat mich verwirrt. Ich dachte, ich wäre Stier. Eigentlich ziemlich einfaches Ding, so, ne, mit dem Stiervergleich jetzt, aber es ist halt auch irgendwie so ein bisschen Selbstironie drin und sowas, ne, und ich glaube, deswegen kommt das dann wieder an und ich weiß es nicht, ne, war jetzt auch nicht die Überreaction, aber so im Vergleich zu den Reactions, die bei Nidal gekommen sind, habe ich das Gefühl, er hat tatsächlich so einen leichten Sympathiebonus, ne, weil auch der Konter davor komplett verballert. Ne, weil ich meine, soweit ich weiß, ist er auch ein ganz guter Freestyler. Also ich will es nicht beschwören, aber ich meine, ich habe den hier und da schon mal freestylen gesehen. Kann mich auch täuschen, aber ich würde sagen, eigentlich kann er das. Und ich finde, da sollte er schon wissen, okay, wenn ich jetzt nicht mal einen Reim habe, einfach nur um deine Frage zu beantworten, ja, ist doch klar, da muss ich nicht überlegen, ich bin hier, um dich wegzuficken. Ja, Digga, dann konter lieber gar nicht, ne, weil der ist auf jeden Fall verschwendet. Ja, aber ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich selber safe nicht besser gemacht, ne? Ich bin aber auch grottenschlecht im Freestyle, ne? Also das wäre dann eher für mich so ein Glücksmoment gewesen, wenn ich da in dem Moment so zack, ah, geiler Konter, okay, nehme ich, ne? Also das ist bei mir immer wirklich ein Konter ist mehr als Glück bei mir, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, da wäre es besser gewesen, weil nicht mal ein Reim da war. Hättest du jetzt wenigstens noch einen Reim und der wäre halt einfach nicht angekommen oder du hättest eine Sekunde später gemerkt, ja, okay, war jetzt doch nicht so gut. Okay, aber wie gesagt, ich finde generell, wenn du konterst, indem du einfach nur redest, indem du einfach nur eine Frage, die dir gestellt wird, beantwortest, ohne zu reimen und so, das hat man auch gesehen, ne? Da kommt null Reaction drauf, so. Ich dachte, ich werde verrückt und bin nicht mehr ganz dicht. Aber meine Ex-Freundin war auf jeden Fall schockierter als ich. Denn was haben wir da die ganze Zeit gemacht? Aber naja, Gott sei Dank gibt es Schlimmeres, als in einer Szene, wo sich ein Haufen Männer gegenseitig ficken wollen, die Jungfrau zu sein, Mann. Außerdem... Außerdem, gläubige, heiratswillige Frauen schieben auf mich richtigen Neid, Mann, weil ich zwar in den Genuss des Vögelns komme, aber in der Öffentlichkeit trotzdem noch unbefleckt sein kann. Und ja, ich bin sicher kein Player, das bringt man mit meinem Gesicht nicht in Einklang, aber T-Way wollte euch allen nur seine neuen Titten präsentieren, deshalb lässt er sich solche Geschichten hier einfallen. Aber... Achso, dann nur ganz kurz, dann hatte ich, auch wenn ich mir nicht sicher war, aber dann lag ich trotzdem richtig mit dem Punkt, dass das T-Way-Match beim Dezember davor war, ne? Weil ich war mir auch sicher, das war der 1. Dezember, da war ich hundertprozentig auch dabei. Ich hatte nur wirklich im Gefühl, dass da dieses Contender-Match schon war, ne? Das habe ich verwechselt, aber dann war das T-Way-Match davor. Was mich wieder ein bisschen wundert, weil dann...
Er hat zwei Battles, einen Sieg, eine Niederlage. Und dann, ich meine, das T-Way-Match ist auf jeden Fall auch so ein Ding, das hättest du, auch wenn T-Way das gewonnen hat, das hättest du an beide geben können. Ne? Also T-Way hatte einfach so das Highlight des Battles, ne, mit diesem Titten rausholen. Aber JRMC hat auf jeden Fall auch richtig abgerissen. Ne? Aber wie gesagt, so mit einem Sieg und einer Niederlage dann gegen Nidal spricht schon so für die Skills, die der in den beiden Battles an den Tag gelegt hat. Ist okay. Irgendwie ist ja dieses Image recht leibernd. Die Aussage über Prioritäten dahinter ist nämlich wichtig und einfach, denn ich brauche keine Bitches und Weiber, solange ich die rechte Hand zum Wichsen und die linke zum Schreiben habe. Ja, ist ein bisschen traurig, aber... Aber wenn irgendeine Geschmacksverwirrte mich reinlasst, sage ich sicher nicht nein, Mann. Aber warum soll ich hier eigentlich über mein Sexualleben berichten? Junge, ich hab gewartet, dich mit Basi zu vernichten, ein Part aufs Blatt gekritzelt, die dich in die Atmosphäre schicken. Ja, du hast dich distanziert von deinem Part des Terroristen, doch heute ist es einfach viel zu passend, um es zu missen. Denn deine Zusage für das Battle war so selbstzerstörend wie um 4 in der Früh an seine Ex-Freundin eine Sprachnachricht zu schicken. Damit begann schon deine Fahrt in Richtung Himmel. Damit hast du den Rucksack umgeschnallt, gezündet und dich quasi schon vernichtet. Doch was so voll Idioten meist vor ihrem Attentat nicht wissen, ist, dass sowas gemeint war, als man dir sagte, dass danach eine Jungfrau darauf wartet, dich zu ficken, Alter! Und sie? Auf jeden Fall richtig krass, aber kann sein, dass ich wieder falsch denke. Aber verbaust du dir nicht eigentlich die Line, wenn du den Part damit aufbaust, dass du erstmal den halben Part widerlegen möchtest, dass du eine Jungfrau bist? Dass du gerne eine wärst, weil hier im Kreis voller Männer ist das ja eigentlich cool, aber okay, woher weiß T-Way das? Was habe ich dann die ganze Zeit mit meiner Ex-Freundin gemacht? So, ne, also er will ja schon so ein bisschen sagen, ich bin die Jungfrau gar nicht, ne? Und jetzt, wenn ich keinen Denkfehler habe, basiert das doch darauf, ne, dass Nidal nach dem Attentat die Jungfrau trifft und das wäre ja dann er, ne? Aber du hast ja gerade gesagt, du bist sie nicht, oder? Und die 71 anderen warten vor der Tür, Junge. Du merkst schon, für dich wird's heute kein herrlicher Tag. Nach dem Battle ist dein Zustand sehr desolat, wie als wärst du ein IS-Kämpfer, der Erdogan mag, in den Händen eines kurdischen Peschmerga-Soldats. Komm, mach ruhig mit deinen Glücksbärchen auf Fahrt. Ich hab noch mehr solche Parts, die eventuell aus den Fugen geraten können, wie ein nahöstliches Militärapparat, wie das Amerika zahlt. Alter, du bist so derbe am Arsch. Ich hoffe, du hast Lehrgeld parat. Den Text für das Battle nenne ich Patriot Act. Denn diese Verse und Bars werden auf der Stage zum Gesetz und legen den Terroristen lahm. Und in meinen Terroristen-Lines sind mittlerweile gegen Nedal voll für den Arsch. Aber hey, die 6 Millionen Juden-Line gegen Jeremy C, die geht auf jeden Fall noch klar. Alter, die geht auf jeden Fall. Aber eigentlich wollte ich ja gar nicht sowas bringen. Ich wollte eigentlich ein fettes Mario Kart-Ski machen, wo ich irgendwelche Sachen sage, wie, dass ich wie ein Kugelwilli bin, weil ich alles auf meinem Weg zur Spitze zerfetzt. Aber dann dachte ich mir, was soll ich einem Typen über Mario Kart erzählen, der sich sogar von einem Pilz bremsen lässt? Ich habe gerade echt überlegt, wo ging das Ding nochmal hin, weil ich hätte eigentlich vorgehabt, ein Super Mario Scheme zu bringen. Heißt ja, ich mache jetzt kein Scheme und gut, ne, wenn man es jetzt auf die Goldwaage legt, dann waren es ne, 2 Bars, ist noch kein Scheme. Aber der Pilzvergleich dann unnormal geil. Denn, ja, der Kugelwilli ging jetzt noch so, aber ne, das mit dem Pilz war schon richtig gut. Aber ich fühle ja mit. Ich meine, wir haben bei unseren beiden letzten Niederlagen wurden die Entscheidungen als fehl wahrgenommen. Und eigentlich haben wir die Battles nur aufgrund der Titten unserer Gegner verloren. Aber fuck it, ich mach das heute auch ohne Titelbonus. Was sagt Nidal so in Battles? Man kann jedes Instrument lernen, nur nicht das Mic. Lustig, dass gerade du sowas schreibst, wenn du zwar bei DT wieder Champ bist, aber bei RAM jedes Mal mit Mikro auf der Bühne verscheißt. Man kann jedes Instrument lernen, nur nicht das Mic. Hure, dann schweig, denn du auf Beats ist für Zuhörer pures Leid. Bist du in der Booth, denkt jeder Toningenieur und jeder Musiker gleich an Suizid oder sticht sich ins Ohr, bis ihn ein ständiges Bluten ereilt. Mann, deine Mucke ist nur stumpfer, stupider Scheiß. Und wie heißt die Boy Group von dir und deinem Bruder noch gleich? Gebrüder King, Alter. Zwei Pseudo-Gangster rappen auf wacky Beats. Ich kenn keinen ärgeren Fail. Wie viel klarer ich mit dem Namen wollte es eigentlich machen, dass ihr Märchen erzählt. Aber ihr seid ja jetzt voll am Durchstarten so. Seid am Kollegah-Tape. Aber biete nichts drauf ein, dass du auf dem neuen Tape von Kollegah bist. Du bist da nur drauf, damit nicht schon wieder Say It den ganzen Hate abkriegt. Aber
eine Terroristin ein muss ich noch bringen, die war so witzig. Aber dafür muss ich dich fragen, warum machst du eigentlich dieses Battle? Ich meine, dein Sportsgeist ist echt bemerkenswert, aber auch etwas behindert. Naja, wahrscheinlich hast du dich angesprochen gefühlt, dass ich über Bad Bars geschimpft habe. Du scheiß Comedian, Alter. Bringst mehr von diesen Zeilen als Brian und Taggy. Angesichts dessen muss ich wohl gegen ihn auch mit Witzen zum Fight kommen. Wie nennt man einen Terroristen, der Drogen verkauft? Eine tickende Zeitbombe. Zeitfotze. Ich verstehe, was er sagen will. Boah, aber ich tue mich schwer, das als Endline zu akzeptieren, Mann. So, ja, ne, er hat es irgendwie erklärt, okay, ne, du bist doch selber mehr Comedian als Rapper, obwohl du das immer allen vorwirfst, so, und wenn das heißt, ich muss gegen dich mit Witzen kommen, dann bringe ich jetzt noch so einen richtig schlechten, alten Witz, okay, aber boah, das als Endline, ich meine, das unterstreicht die Aussage schon. Ich weiß es nicht. Also ich fand den Part auf jeden Fall ab der Hälfte ziemlich gut. Ich muss sagen, dieses Jungfrauending und sowas musste ich ein bisschen schmunzeln, so, aber war jetzt nicht so das Highlight für mich. Nicht? Ich will diesmal nicht nach jeder Runde sagen, so und so. Ich warte erstmal das ganze Battle ab. Aber ich würde sagen, hier hat mir tatsächlich andersrum als bei Nidal, zumindest auf die Einzelleistungen bezogen, die erste von JRMC besser gefallen. Auch wenn der jetzt zum Ende hin natürlich noch viele gute Hits hatte. Ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, was ich oft bei den Leuten wahrnehme, die halt selber Mucke machen. Es gibt ja inzwischen noch, also damals bei Ram war gefühlt jeder Teilnehmer ein Rapper, ne, der das so als Sprungbrett am Anfang benutzen wollte. So, manche haben es geschafft und waren weg, manche sind da ewig geblieben oder haben zwischendurch mal hier ein bisschen Mucke, ein bisschen Battles, so hin und her. Aber inzwischen sind ja auch viele da, die überhaupt keine Rapper mehr sind. Ist ja auch in Ordnung, aber ich habe oft das Gefühl, die Leute, die viel rappen, die werfen den anderen Leuten, die rappen, immer wackes Rappen vor. Ne? Und ich sag mal so, bei mir akzeptiere ich das immer, ne? Weil, wie gesagt, ich kenne da meine Fehler und Probleme, auch wenn ich zumindest das Gefühl habe, dass es inhaltlich und was ich da sagen wollte, so die Idee, ne, und auch die Auswahl der Beats und so zu den Dingen, die ich gemacht habe, das Gefühl hatte ich. Es war einfach nur dieses Takttreffen-Ding, ne? Aber ist auch scheißegal, wir reden ja nicht von mir. Aber beispielsweise einem Nidal jetzt vorwerfen, schlechte Mucke zu machen, ne, weil ich meine, was gefühlt alle aktiven Battle-Rapper, die Mucke machen, gemeinsam haben, kein Schwanz kennt die. Ne, also das sind alles, was Musik angeht, ist jeder gleich erfolglos. Ne? Und also da gibt es jetzt Ausnahmen, so ne, natürlich Cassius Clay zähle ich da nicht mit dazu und den einen oder anderen auch nicht, aber wie gesagt, so ein JRMC, das soll kein Front sein und so, ne? Aber das ist für mich genau wie die meisten anderen Battle-Rapper, ihr zahlt doch eher noch für Spotify, wenn ihr da was hochladet, als dass ihr was einnehmt, ne? Und da will ich jetzt nicht von oben reden, so, bei mir war es nicht anders so, ne? Ich akzeptiere das aber auch und ich kann mich nicht erinnern, dass ich einem einzigen Gegner von mir mal vorgeworfen habe, dass er schlecht rappt. Ne, also, dass ich vielleicht den Inhalt scheiße finde oder was auch immer, aber dass ich irgendwie dem generell so das Talent für die Kunst aberkannt habe, ne, was ich mir vielleicht dann auch nicht gerade rausnehmen sollte, aber ne, manche checken ja dann nicht, dass sie selber nicht gut sind so und man kritisiert dann schon mal andere für irgendwas, ne? Aber ich zum Beispiel habe das eigentlich nie gemacht, ne? Ich finde das auch nicht verwerflich, ich finde das einfach eher nur witzig, dass egal, wer da steht und ob die Mucke halt jetzt wirklich kacke neben den Takt oder halt vielleicht voll gute Tracks sind, die viel mehr Reichweite verdient hätten, wenn ein Rapper gegen einen Rapper trifft hier, ein Rapper auf einen Rapper trifft, dann kommen so oft diese Vorwürfe, wo ich zum Beispiel dann einfach der Meinung bin, ich habe jetzt auch von Nidal nicht extrem viel Mucke gehört, aber ich finde, der kann das schon. Ne? Also dem jetzt zu sagen, so, du bist ein wacker Rapper, finde ich nicht. Ne? Ich persönlich kann zum Beispiel auch mit der Musik von JRMC, da wo ich mal reingehört habe, das war jetzt auch nicht viel, aber ne, das gibt mir halt direkt so ein
so eine Kategorie, wo ich den halt reinstelle und das ist absolut nicht meins. Ne? Also ich kann da auch mit seiner Musik, ne, die ich gehört habe, gar nichts anfangen. Heißt für mich aber nicht, dass sie schlecht ist. Ne? Es ist halt einfach nicht für meine Ohren. So, aber gut. Ey yo, dieses Palaver, dass du keine Jungfrau mehr wärst in deinen Runden, hält selbst dieser Jonathan Frakes für frei erfunden. Ey yo, Jeremy, kommen wir mal genau zu diesem Thema, Alter. Ja? Darüber, dass du Jungfrau bist, haben schon viele was gebracht, ich weiß. Und ehrlich gesagt finde ich das auch auf keinsten schlimm. Aber trotzdem muss ich darauf noch ein bisschen rumreiten, wie keine Frau jemals auf deinem Ding. Denn dieser Typ, der hat weder je gefickt, noch saugt er Schwänze. Deine Eltern wären sicherlich froh, wenn sie das von deiner 12-jährigen Schwester auch behaupten könnten. Oh. Ey, aber mal Spaß beiseite. Wenn du wirklich aus Überzeugung Jungfrau bist, dann aus tiefstem Herzen Respekt. Aber irgendwie kann ich das nicht ernst nehmen, echt, wenn du erbärmlicher Knecht in jedem Vers drüber rappst, dass du deine Tastatur mit Sperma befleckst und dich im Porno-Business auskennst, als wärst du der Chef. Doch in der Sache bist du wie Tiefseetaucher, denn die einzigen Schätze, die du hast, sind ein paar Perlen im Netz. Also komm schon, Dicker, wen willst du Homo ficken? Man selbst ließe irgendeine Ho mit großen Titten und Botox-Lippen sich in deine Wohnung bitten und wird für dich erotisch spritten. Würdest du dir doch vor Aufregung in die Hose jizzen? Junge, du siehst aus, als würdest du abends zwischen Pfandflaschen und Schore spritzen, massig Bier aus Dosen kippend allein auf deinem Sofa sitzen und dir einen auf Mofos wichsen. Junge, geh verdammt nochmal im Puff. Jetzt mal ohne Witze, bevor du Psychosen kriegst, auf dumme Gedanken kommst und anfängst, kleinen Kindern in den Po zu fisten und sie ihre Leichen aus irgendeinem Moos rausfischen. Mann, ich schwör's euch, genau solche Leute werden später Sodomisten, die den Nachbarssohn aufschlitzen. Gib ihm noch ein paar Jahre und er wird der neue Josef Fritzl. Verdammte Scheiße, geh verdammt nochmal im Puff, Junge. Oder bist du zu geizig dafür, hä, du alter Jude? Ich schwör, ich geb auch raus. Wenn ich dadurch verhindern kann, dass sich solche Leute an kleinen Kids vergreifen, ich schwöre, der Typ ist so ein Jude, um ihn zu töten, bräuchte ich ihn nicht mal in Stücke reißen. Nein, Mann, es wäre schon mehr als genug, würde ich einen Fünfer von der Brücke schmeißen. Ey, yo, verfick! Und da sieht man jetzt, ne, ich glaube, dass, ich meine, bejubelt wird's auf gar keinen Fall, aber es ist einfach von der Reaction, vielleicht einfach ein Unterschied, in welchem Jahr das stattfindet und wer etwas sagt. So, ne, weil, wie gesagt, wir sind ja auch, finde ich, sehr, sehr weit davon entfernt, dass hier geboot wird oder dass gerade so eine ganz komische Stimmung in der Crowd angenommen wird, so. Ne, es ist eher dieses, boah, Alter, wie kann der das denn sagen, so, ne, aber, wie gesagt, kein Ausbuhen, aber auch kein Jubeln, ne, aber es ist, wie gesagt, das sind auch wieder so diese typischen Klischees, ne, wo ich sage, wie gesagt, vollkommen legitim im Battle. Ne, vollkommen legitim. Aber wie gesagt, ich würde sagen, heutzutage immer kritischer beäugt. Scheiße, ganz schön naiv, dass du dir hier irgendwelche Chancen von versprichst, wenn du als Jude auf einen Syrer mit einem Bombengürtel triffst. Mann, ich könnte noch 1000 Araber-Juden-Lines bringen. Jetzt mal ohne Flachs. Doch irgendwie ist mir das zu hohl und flach. Und außerdem begebe ich mich doch nicht auf Jeremy's Niveau herab. Okay, ich will auch nicht auf Hip-Hop-Polizei machen. Denn das hier ist immer noch Battle-Rap. Und da kommt es schon mal vor, dass man hier und da eine rassistisch angehauchte, Verse schreibt. Aber wenn du jeden Deutschen einen scheiß Piefke nennst und Jack Wagon als geschlitzten scheiß Reisfresser bezeichnest, wirkt das Ganze ziemlich ernst gemeint. Doch ich erwidere deinen Hass nicht. Bruder, nein, du tust mir leid. Denn um sein eigenes Versagen durch Hass auf Fremde zu kompensieren, muss man echt ein verdammt armer Loser sein. Doch ich will dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Und der ist echt nur gut gemeint. Und zwar, Junge, verpiss dich, du Bastard. Lass deine Hände vor Mike. Mann, das hier ist zwar nicht der Nahostkonflikt in Palästina, doch es wird endlich mal Zeit, dass jemand dem rassistischen Juden seine Grenzen aufzeigt.
Doch ist schon klar, du bist kein Nazi, ja? Du machst das Ganze nur für Klicks und Erfolg. Doch es ist nicht mal 80 Jahre her, da wurden deine Vorfahren von Rassisten verfolgt. Und heute stellst du dich auf die Bühne und verkaufst deine Wurzeln, damit paar schaulustige Wichser sich freuen? Du nennst also Fellows auf deinen Bruder, doch willst ihn in einem written battle damit Personals killen? Doch dieser Move zeigt, für den Fame bist du bereit, deine eigene Familie zu ficken, wie in einem Serbien-Film. Ey, apropos Serbien-Film. Das ist ein Vergleich, der wirklich gut zu diesem Hund passt, denn du wurdest soeben wie der Sohn da vom Baba höchstpersönlich vor laufender Kamera durch eine Vergewaltigung entjungfert. Time. Ja, mach mal den Hund! Boah, auch crazy, ne? Weil ich habe eben noch gesagt, ich finde Nidal ist in gewissen Punkten immer vorsichtiger geworden und hat halt auch mit der Crowd, die sich in eine bestimmte Richtung so ein bisschen gewandelt hat, eigentlich immer den Zeitgeist getroffen, was in Ordnung ist, ne? Und ich finde, ohne das jetzt verurteilen zu wollen, ne, weil ich sag weiterhin, ne, jeder kann im Battle machen, was er will, ne? Deswegen keine Kritik, aber ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass der in der Runde drei solche schweren Themen aufmacht. Ne? So zum einen dieses, das erste Ding, dass JRMC aufgrund von Jungfrau sein, dass der dringend mal in Puff gehen sollte, so, weil wenn das so weitergeht, dann wird er sich an Kindern vergreifen oder was hat er gesagt? Ja doch, das war's, ne? Oder hat er Amoklauf oder so, hat er jetzt nicht gesagt, ne? Das ging für mich erst so in die Richtung, aber ich glaube, der hat den dann irgendwie so mit Fritzel oder so hat er den verglichen, ne? Aber da finde ich, das ist noch ziemlich ins Leere gegangen, auch wenn die letzte Punchline dann einfach so, so geknallt hat, weil es halt eine geile Punchline war, aber so der ganze Angle an sich, finde ich, wurde dann von JRMC schon mit diesem, ich bin ja gar keine Jungfrau und so, aber wenn ihr meint, okay, ne, das wurde schon so ein bisschen ausgekontert, sodass das Ding gar nicht mehr für mich so zieht. Ja, diese Juden-Lines, ne, finde ich auch sehr legitim. Ich fand, die waren bei ihm jetzt halt auch nicht so, ja, also es ging ja eher so darum, dieses Klischee, dass Juden geizig wären. Das ist ja das, was er gesagt hat, so, ich könnte auch einen Fünfer von der Brücke schmeißen, dann würdest du hinterher springen, um den Fünfer zu schnappen, ne. Also es war jetzt nichts, was irgendwie mit KZ und dem ganzen Leid und sowas verbunden war. Und, dann am Ende noch dieses Serbien-Film-Ding, so, Alter. Ist, wie gesagt, auch eigentlich so voll mein Humor, ne, hundertprozentig. Aber habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Niedernipp das in der dritten Runde so alles zusammen in eine Runde ballert, ne? Aber wie gesagt, ging für mich ein bisschen schwierig los, weil ich es halt ausgekontert fand, das Jungfrau-Ding, wurde dann sehr, sehr böse. Und ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam, aber ich, wie gesagt, so inzwischen ist in meinem Kopf immer drinne, die dritte Runde muss wirklich schwer sein und so ein enthauptendes Ding sein und dieses, du wirst hier wie in Serbien-Film so vom Baba persönlich vor laufender Kamera vergewaltigt, ist eine böse Line, kann ich auch drüber lachen, safe, aber Endline für eine dritte ist mir das irgendwie zu wenig, ja. Also ich bin mal gespannt, was JRMC macht. Letzte Runde, JRMC! Okay. Ich weiß gar nicht, was ich da rebutteln soll, Mann. Das ist alles Bullshit. Und Chris Kortzner hat deine Line gefladert mit Serbian Film übrigens. Aber gut, dritte Runden sind ja immer bekannt für Real Talk, apropos. Und deshalb probiere ich das auch mal aus. Im Female Battle von Du und deine Lions wurde der Name deiner Ex-Freundin verraten. Also habe ich ein bisschen recherchiert. Und herausgefunden, dass ich so eine Scheiße absolut nicht in einem Battle brauche. Denn es geht nicht darum, dass ich einen Schlussbericht über dein Leben bringe, sondern darum, dass ich dein Leben beende mit Punches, die sich anfühlen, als würde Hulk auf deinen Schädel springen. Und jeder, der meint, ich kann ihn mit den Worten nicht treffen, denn in einem Kampf wird er mich eh fix killen, der hat nicht verstanden, worum es geht hier drin. Frag die Kap, wo deinen Bären killt. Kraft hilft nicht gegen blanken Überlebenswillen. Und deshalb stehe ich hier, nach nur zwei Battles in der Liga stehe ich vom Champ, ohne Muttergeficke, nur pures Gespitte. Ich marschiere unaufhaltsam in die Zap-Tier, ich bin zu gut für die Mitte. Übergehe einfach so von ganz unten die Liste, weil die Spaß an den Tisch bringen wie betrunkene Bitches.
Nennt mich den Diltily Pimp, wenn ich die Huren unterdrücke. Auf jedem Weg, den ich gehe, hinterlasse ich blutige Schritte. Reiß MCs mit meinem Mund wie ein Blut in den Stücke, bis die Bühne aussieht wie ein Tatort in die purpurnen Flüsse. Deine schlimmste Waffe ist, mich Dulli zu schimpfen. Junge, die Hälfte der Crowd denkt noch immer, du hast Nedernipp. Aber scheißegal, wenn man nach dem Battle nur noch von dem da spricht. Das hohe Ross, auf dem du sitzt, schicke ich auf einen Keter-Trip, denn ich bin auf meinem Jamie Lannister Kingslayer-Shit. Und, wenn ich mir den Gürtel nicht hole, dann schnalle ich ihn enger, dann ziehe ich ihn fest. Straffe die Fäden, bis sie dir die Luft nehmen wie ein Korsett. Zerripp die Biatch komplett. Kein Kniefall von Nipp, eher mein Knie vor dein Head. Einmal ausholen, dann ist Queenie als Kopf weg, als wär's Marie Antoinette. Und ein Battle machst du als Champ, ein Battle machst du als Champ. Und verlierst es direkt und ziehst damit die Liga in Dreck und auch uns und die Jungs. Glaubst du, die vertrauen dir nochmal? Nein, die schicken dich gegen mich in den Ring. Du wurdest degradiert vom King zum Maschinenbauernopfer. Denn wenn ich mit dir fertig bin, hast du nie wieder Lust zu battlen. Dann kannst du den Gürtel höchstens dazu benutzen, dir den goldenen Schuss zu setzen. Es ist Zeit, dass ich den Schlussstrich setze, die Futzer fetze. Aber das ist das letzte Mal, dass du als stolzer König auf uns herunterlächelst. Ich will deinen Thron nicht, selbst wenn ich Anspruch drauf hätte. Aber ich lebe nur meinen Napoleon-Komplex aus, wenn ich den King mit Hilfe eines Putschs ersetze. Also keine Angst, Bürger von DCD, weil ich euch befreien komme. Ich bringe den Umsturz, auch wenn ihr nicht wisst, wer ich bin, als wäre ich Guy Fawkes. Ich befreie euch von seiner Tyrannei, auch wenn ich für euch ein Niemand bin. Weil ich solche MCs vernichte und Toys fertig mache wie eine Spielfabrik. Ich muss ihm kein Körperteil abtrennen, um euch zu zeigen, dass euer King ein Invalider ist. Doch wenn ich's doch mache als Kopf ab, du kriegst den Guillotine-Arschnitt. Und jetzt muss ich trinken, sorry. Also sag mir, wie? Wie willst du den Ton angeben, wenn deine Stimme keine Melodie zusammenkriegt? Auf Beat blamierst du dich. Wie willst du das Gesicht dieser Liga sein, wenn dein Kopftuch reicht, damit deine Street zerbricht? Wie willst du technisch überlegen sein, du kannst wahrscheinlich nicht einmal auf FIFA-Tricks? Wie willst du reif für den Thron sein, wenn du im Gegensatz zu mir lyrisch noch in der Kita bist? So unentwickelt, deine Lines fickt sogar ein Priester nicht. Aber es ist klar, dass er sich den Sieg... Aber es ist klar, dass er sich den Sieg verspricht, weil das alles ist, was heute in der Politik was bringt. Doch es wird Zeit, dass ich den... Aber es ist klar, dass er sich den Sieg verspricht, weil das alles ist, was heute in der Politik was bringt. Doch es wird Zeit, dass du dich mit deinem Regime verpisst und nimm gerne deinen Titel mit, den nehme ich dir nicht weg. Ich diskreditiere dich, bis selbst die Leute hinter dir tuscheln, Niederwurf von JMC zerfickt. Bis sie merken, dass du kein ehrwürdiger Leader bist. Denn was ist ein König, der gegen irgendeinen dahergelaufenen Verlierer knickt? Bis sie merken, dass einfach Zusehen keine Alternative ist. Bis sie das Gefühl durchströmt, als ob sie bei der Prise de la Bastille oder am Taksimplatz sind. Bis sie auf die Straße gehen, demonstrieren, weil das nicht mehr legitimierbar ist. Rebellieren nachts, bis Macht sich gegen dich wendet, ihnen nicht mehr egal ist, wenn sie vertritt, bis sie merken, dass du nicht der Beste in dieser Liga bist. Auch das Lied okkupieren und immer wieder skandieren. Nie damit! Nie da nimm! Fuck, Alter! Ich hab alles. Ja, und das ist schon fast nur noch dieses, ey, Kopf hoch, so, ne, weil das ist genau das, was ich, ich will zu meiner Bewertung kommen, wenn er wirklich fertig ist, aber das ist halt jetzt genau das, was ich meine, wenn du in diesem Aufbau, in dieser Kette, in diesem Modus kurz rauskommst, dann ist die Line leider Gottes im Arsch, ne, und das ist es hier auch, ne, diese kurze Pause, dieses, ah, fuck, und dann nie da mit, nie da nipp, diese Unterbrechung hat's kaputt gemacht. Du kannst jetzt nochmal entweder von vorne anfangen, so, dann ist der, ne, dieses Gefesselte, was man so als Zuschauer hat, das ist dann aber auch weg, weil du dann alles schon gehört hast und nur nochmal aufs Finale wartest, was du dann noch nicht kennst, ne, und das ist einfach schade, ne, ich hätte es ihm so gegönnt, dass er es durchzieht, ne, weil es wäre so geil gewesen, aber man merkt, eigentlich kommt da keine Reaction mehr, ne, und man sieht aber auch, wie er sich selber abfuckt und die Reaction ist irgendwie in dem Fall einfach wirklich, ey, du bist ein sympathischer Typ, du hast das richtig gut gemacht. Aber das Ding, das entscheidende Ding gerade in deiner dritten, hast du jetzt so ein bisschen durch einen kleinen Verhaspler verkackt, aber den Applaus kriegst du trotzdem, ne? Aber halt einfach jetzt nicht für das Ding, was du eigentlich aufgebaut hast, ne? Weil das ging jetzt wegen einer Kleinigkeit in die Butz. Und jetzt, wo ich das verkackt habe, wird das sehr satirisch klingen, aber ich sag's trotzdem. Und nachdem ich dich gefickt habe, steht auf dem Ding unsichtbar mein Name auf ewig drauf. Scheiß auf Judges, es ist klar, dass man über meinen Sieg nicht mehr reden braucht. Also nenn dich ruhig King, König, Titelträger in deinem Lebenslauf. Doch der wahre Diltily Champ ist der, der für diesen Titel kein Label braucht. Du Fotze, Alter! Fuck! Fuck!
So, ich gebe ganz kurz meinen Senf dazu. Ich muss nämlich leider dringend los. Ich weiß, dass hier noch was passiert. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Ich muss dann ein bisschen schnibbeln. Nur damit ich jetzt nicht rauskomme, weil, wie gesagt, gejudged wurde das nicht. Ich habe zwei Optionen. Ne? Also für mich ist irgendwie das Ding, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, JRMC hat das Ding sogar sehr deutlich gewonnen. Warum? Weil ein paar Punkte von Nidal ins Leere gelaufen sind, weil JRMC, sage ich mal, wirklich er selbst gewesen ist und wie gesagt so mit Herzblut einfach einen Text darunter gerappt hat. Der so Emotionen ausgelöst hat. Das heißt, man musste nicht viel lachen, man musste nicht viel, aber man hat das einfach gefühlt, so. Man hat das einfach ihm abgekauft und das sind so Emotionen, so. Die zu erzeugen, ist schwer, ne? Das ist unnormal schwer und da steckt halt viel mehr dahinter als einfach nur was Gutes schreiben, so, ne? Und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, so Gänsehautmomente mehrfach in einem Battle und keine Ahnung, einfach zu sehen, da ist jemand, keine Ahnung, wie so der Underdog, der, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Boxen aus, ne? Ich weiß jetzt nicht wie viele Runden und so, aber der in der letzten Runde da, keine Ahnung, sich das Blut und den Schweiß aus dem Gesicht wischt, ne? Und man einfach weiß, der hat durchgezogen, der hat's geschafft, Mann. So, ne, so sehe ich dieses Battle, ne, und da, aus diesem Punkt würde ich das Ding an JRMC geben. So, wo ich mich aber trotzdem schwer mit tue, ist, ne, dass JRMC an einigen sehr wichtigen Stellen verkackt hat. Und das klingt so hart, aber das kann man dir trotzdem nicht zu 100% anrechnen, ne? Dass man weiß, okay, wir haben die Aussage gehört, du hast bis zu einem gewissen Punkt hast du das richtig gut gemacht, aber wie ich eben meinte, dieser kleine Verhaspler, der scheißt dann halt unnormal rein, ne? Und das ist für mich dann einfach ein Abzug, ne? Und wenn man es jetzt wirklich so Step by Step, Punch für Punch zusammenzählen müsste, ne, dann könnte ich auf der anderen Seite sagen, okay, Nidal Nip hat nicht mit jedem Punkt getroffen, ne, aber er hat halt irgendwo stabil sein Ding durchgezogen, so ein bisschen auf locker, ne, hat aber für mich trotzdem irgendwie auch gezeigt, ich bin der King, ich bin der Champ und egal, was du heute machst, das ändert nichts daran. Dass das kein Titelmatch ist und der Gürtel jetzt wechselt, das wissen wir, das ist klar, so meine ich das nicht, ne? Aber ich finde, alles in allem hat es nicht so gewirkt, als ob man Nidal jetzt als Champion hinterfragen muss, ne? Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, ich gehe wirklich... Das sind so Momente, wo ich sage, das Match hat JRMC gewonnen, aber Nidal hat keine schlimmere Narbe dadurch bekommen. Ne? Und was ich halt auch sagen muss, und das ist bei vielen von den Leuten, die heutzutage so ganz hoch gerankt werden, so, ne? Wie ich JRMC in dem Fall auch sehe, dass der in der Lage ist, ne, oder viele heutzutage in der Lage sind, mit die größten Namen zu schlagen. Ich muss aber sagen, ich kann es jetzt gerade nicht zu 100% beschreiben, aber ich finde, denen fehlt trotzdem irgendwas, um auf Dauer selber so ein Name zu werden. Ne? Also JRMC hat das selber ganz gut beschrieben, teilweise so mit diesem ich weiß, dass ich den Gürtel nicht kriege, trotzdem zeige ich aber, ne, ich kann den Champion schlagen und das meine ich so. Ne? Und ich sag, es gibt immer Leute, die so eine Monsterleistung zeigen können, auch mehrfach, aber wo irgendwie dem Charakter was fehlt, dass der über Jahre in einer Liga eine gewisse Relevanz bekommt. Egal, was für ein Skill du hast. Und das, wie gesagt, ist halt das, wo ich sage so, das Match hat JRMC gewonnen, aber ich finde so, auf eine gesamte Gegenüberstellung oder so, hat der Nidal damit halt irgendwie nicht geschadet. Beziehungsweise, obwohl er einen der größten Battle-Rapper dieser Plattform, ich will jetzt nicht sagen, also Buddybag niemals, ne, auseinandergenommen,
da könnte man schon fast sagen, ne? Aber wie gesagt, ich finde, in dem Match hat er den einen der größten Battle-Rapper von Dilte Lee schon ziemlich deutlich besiegt. Aber wie gesagt, trotzdem hat er es nicht geschafft, mit diesem Ding auf Dauer so eine Relevanz zu bekommen. Ne? So, das ist, für mich ist das so ein Battle. Ich habe das jahrelang nicht gesehen. Ich glaube aber, wenn ich das morgen gucken würde oder in einer Woche nochmal oder in einem Monat nochmal gucken würde, dann wird mich das von JRMC halt nicht mehr so krass beeindrucken. Ne? So, wenn ich das gar nicht kenne oder ewig nicht gesehen habe, so wie jetzt, dann ist das was, wo du voll mitgehst, wo dich das alles voll berührt und du einfach sagst, boah, in dem Moment alles perfekt. Aber auf der anderen Seite sind das halt Inhalte, wo ich halt manchmal denke, da gibt es einfach andere, die halt eine mehr Relevanz haben, mehr Reichweite haben oder sich halt einfach ein höheres Ranking auf Dauer erarbeitet haben, weil die halt mit den Sachen, die bringen, und das ist halt auch das, was Nidal in dem Match auch gemacht hat, das, was die Parts von Nidal, die könnte ich mir in einem Monat anhören und wird vieles davon wieder feiern. Ne? Und das von JRMC ist halt einfach irgendwie teilweise Überraschungsmoment oder dieses eine Mal, wenn man nicht weiß, was kommt, dann ballert da alles. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich hoffe, ihr versteht's. Ich weiß, dass hier noch eine Sache passiert. Ich muss trotzdem jetzt erstmal los und werde den Rest später aufnehmen. Ne, deswegen wollte ich das hier erstmal dazu sagen und dann hoffe ich, dass ich gleich nicht ganz raus bin und sag einfach mal, auch wenn ich hier natürlich einen Cut reinmache, bis später. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett raus. Ich musste auf jeden Fall nochmal los. So, also ich habe eben, glaube ich, gesagt, ich gebe das Match an JRMC. Es ist aber halt für mich so ein Ding, wenn ich... Tierster hat das letztens mal in irgendeinem Format gesagt. Es gibt so Matches, desto öfter man die guckt, desto mehr sieht man das anders. Und für mich ist das halt einfach so ein Ding. Ich glaube, hätte ich das im letzten Jahr geguckt und hätte das jetzt alles so nochmal vor Augen gehabt, was der machen wird, dann hätte ich das schon wieder weniger so empfunden. Ne? Jetzt ist es wie, als hätte ich es wirklich noch nie gesehen oder ne, ich konnte mich an kaum Inhalte erinnern. Und da geht einfach sehr, sehr viel für mich auf. Aber es ist trotzdem so ein Ding, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ich hoffe aber, ihr wisst, wie ich das meine, oder wenn ihr das genauso seht und besser formulieren könnt, auch gerne in die Kommentarspalte damit. Wie gesagt, ich halte trotzdem von JRMC sehr, sehr viel, ne? Ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden, dass ich halt sage, das ist so ein Ding, wenn ich das nochmal gucke, dann sehe ich das schon wieder bei Nidal, ne? Also ich kann es leider Gottes nicht besser beschreiben, aber es ist für mich einfach wirklich dieser eine Moment, wo das passiert ist, war das alles crazy, aber da ist halt sehr, sehr viel, das würde mich einfach bei mehrfachen Gucken nicht mehr so umhauen, ne? Hier passiert aber jetzt noch was. Okay. Yo. Dieses Bett ist wie gesagt angeschaut. Trotzdem würden wir eure Meinung gerne hören. Macht mal Lärm für den Champ! Yeah. Lärm für den JRMC! Wer zu Hause wäre, besser war. Ihr könnt warte, ich will noch ein paar Bars rappen, wenn das okay ist. Hau rein. Ey, pass auf. Da es so ein Araber-Juden-Ding ist, ja, wollte ich das Battle eigentlich anders beenden. So. Aber ich dachte, das ist ein Battle, das ist kein Poetry Slam, ich will ihn lieber killen. So. Mein Ende ging eigentlich so. Wenn ihr Bock habt, rapp ich noch ein paar Bars für euch. So. Ja. Eigentlich war mein Ende so. Doch es wird endlich mal Zeit, dass jemand dem rassistischen Juden seine Grenzen aufzeigt. Doch versteht mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Juden. Nur gegen jeden Banker und Scheich, jeden, der am Krieg verdient und sich die Hände dran reibt. Und ich frag mich, wie lange es noch dauert, wann der Mensch es begreift, sich aus seinem Gefängnis befreit und Veränderung zeigt. Denn ich meine, guck uns an, wir sind eigentlich Fremde, wir zwei, doch wurden durch die Geschichte unserer Länder zum Feind. Ich sage, fick die Politik und diesen ganzen oberflächlichen Scheiß, denn bist du cool zu mir,
mir, bin ich cool zu dir. Egal ob schwarz, gelb oder weiß. Und verzeiht mir, wenn ich Krieg mit diesem Battle vergleich. Doch auch hier schiebt man mies Hass aufeinander. Teilt paar Bomben aus und fängt sich paar ein. Doch danach ist man letztendlich bereit, seinem Kontrahent zu verzeihen. Und es werden sich verdammt nochmal die Hände gereicht. Yeah! Yeah, don't let... So, das war's schon. Ich, hoppala. Ich wusste auf jeden Fall, dass Nidal noch den vierten Part bringt. Ich wusste aber jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war. Also ich wusste auch, dass es irgendwie um dieses Juden-Araber-Ding geht. Und ich war mir aber auch gar nicht sicher, ob er das, was er jetzt am Ende gemacht hat, ob er das in seinem Part hatte und dann irgendwie gesagt hat, okay, ich würde gerne am Ende noch den Part gegen Jeremcee bringen oder ne, im Endeffekt war es jetzt andersrum, er hat Jeremcee dann so komplett gebattelt, so auf wie er gesagt hat, so er wollte ihn killen und dieses politische Ding, dieses Statement, das wollte er dann lieber trotzdem noch zeigen, aber hat es aus dem Battle rausgenommen. Ich frage mich jetzt gerade einfach nur, warum er es rausgenommen hat, ne? Weil ich meine, gelernt hat das und ich muss sagen, ich finde auch es ging in diesem Battle, ja gut, er hat ja noch gedacht, die machen judged und so, vielleicht hat er gedacht, dann kommt das vielleicht so ein bisschen Schleim drüber oder wie auch immer, aber vielleicht hätte ich in dem Moment, wo ich wüsste, es ist unjudged, das direkt an mein Ende gepackt. Also ich muss sagen, jetzt war ich eben draußen, jetzt habe ich, aber die Endline, war nicht die Endline, die mit dem Serbien-Film? Dieses mit, du wirst auch vom Baba vor der Kamera vergewaltigt oder sowas. Das war doch seine Endline, ne? Wo ich gesagt habe, natürlich brutale Line und alles, aber ich glaube, kann auch an der Zeit liegen, hätte mir das Ende, was er jetzt eh als vierte Runde so gesehen, als Bonus gebracht hat, das hätte ich auch sehr gefeiert, wenn das im Battle noch gewesen ist. Jetzt wäre halt mal die Frage, wenn das jetzt ein Judged Battle gewesen wäre, findet ihr, dass man Bars vielleicht bewusst fürs Battle raushält, die man dann aber separat nochmal zeigen will? Findet ihr das gut? Findet ihr, dass das darf nur dann passieren, wenn es ein wichtiger Moment ist oder wenn du einfach sagst, ey, das Battle ist ja vorbei, ich möchte vielleicht noch die Gelegenheit nutzen und noch, keine Ahnung, zu irgendeinem aktuellen Thema oder keine Ahnung, ich habe noch einfach so einen Text geschrieben, ich will euch den gerade noch zeigen. Findet ihr sowas generell krass? Also findet ihr, wenn Battle-Rapper mal so die Idee haben, ich habe hier irgendwas rumliegen, was nicht in Battle passt, findet ihr das cool? Oder findet ihr, das hätte jetzt, wenn ihr es bewertet, irgendwie noch einen Einfluss drauf, dass man sagt, okay, auch ne, wenn es so eine Bonusrunde war, das fällt gar nicht in die Bewertung der sechs Runden davor irgendwie mit ein, sondern wenn ich jetzt Nidal gegen Jeremcee bewerte, dann bewerte ich von beiden die drei Runden und dieses vierte Ding steht für sich, ne? Oder ist das irgendwie, weil es war jetzt auch in dem gleichen Video mit drinne, hat das irgendeinen Beigeschmack für euch? Genau, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich fand das Battle sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht über teilweise die Inhalte von Nidal. So, ich hatte echt andere Sachen in Erinnerung. So, das soll aber auch jetzt nicht irgendwie Kritik sein oder irgendwas Abwertendes, um Gottes Willen. Ich meine halt einfach nur, ich hatte echt ganz andere Lines im Kopf, so, oder Inhalte. Aber dann habe ich mich da vertan. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es seht. Ne? Ich wäre interessiert, ob jemand verstanden hat, was ich mit diesem Punkt meine, dass ich dieses Battle schon bei Jeremcee sehe, aber nur beim ersten Gucken. So, ne? Oder ja, wie gesagt, wenn ich es jetzt das nächste Mal wieder erst in 5 Jahren oder so gucke, ne, dann holt es mich wahrscheinlich wieder genauso ab wie heute. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man eigentlich schon gesehen hat, okay, er ist auch teilweise ein bisschen unsicher, teilweise sind auch viele, viele Lines gewesen, so, die man überhaupt nicht mitbekommen hat, weil er die zu schnell gerappt hat, weil er undeutlich gesprochen hat und irgendwie haben die dann aber irgendwo geendet.
wo es dann halt richtig geknallt hat, ne? Wo du aber irgendwie sagst, okay, das war jetzt nicht ein guter Aufbau, der am Ende eine enthauptende Punchline hatte, sondern es war viel, was zumindest gut klingt, aber wovon ich zumindest viele Sachen dann gar nicht gedickt habe, inhaltlich oder halt von, weil es dann irgendwie genuschelt war oder in seinem Dialekt da gesprochen war. Und dementsprechend weiß ich nicht, ne? Also es waren wirklich so ein paar Momente, die aber einfach so crazy waren, dass ich da schon das Gefühl hatte, der hat da alles richtig gemacht, ne? Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ist schon wieder ein bisschen länger geworden als gedacht. Ich suche immer so Battles, die so 20, 25 Minuten ohne Interview halt gehen, damit ich auch mal wieder auf eine Reaction komme, die unter einer Stunde geht, aber irgendwie schaffe ich es dann auch nicht, nichts zu erzählen. Ne? Aber naja, wenn euch das gefällt, dann mach ich das gerne weiter. Ich habe inzwischen auch die Daten von Levent bekommen, das heißt, diesen Freitag wird es auf jeden Fall das Interview von mir oder die Diskussion von mir, Jamie und Jarmann geben. Und dann werde ich dieses Contender-Diskussionsthema für den Freitag danach nehmen. Ne? Und ja, ich will noch nicht zu viel spoilern. Fragen zu dem Format stelle ich euch danach. Jetzt erstmal danke fürs Gucken. Schönen Sonntag euch noch. Genießt euer Wochenende. Und wir sehen uns am Dienstag bei meinem, ich glaube, 12. Battle ist das ja dann inzwischen, oder? Waren wir bei 12? Auf jeden Fall das BMCL gegen Notice. Da gibt es auch einiges zu sagen. Bis dahin, yalla.